Hallo meine Lieben, na, alles gut bei euch? Hello, hello, hello! Wir machen heute ein mal ganz anderes Video. Ich habe mir in den letzten Wochen und Monaten, immer wenn mir was eingefallen ist, Notizen gemacht, ja? Weil wir wissen ja alle, Mutti ist nicht mehr das frischeste Brot im Regal und ich vergesse momentan ganz viel. Und ich weiß, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt, die ich wahrscheinlich auch vergessen habe, wo sich die ein oder andere fragt, ja, und was ist damit? Und wolltest du da nicht was zu sagen? Mit Sicherheit sogar. Es geht auf jeden Fall darum, ich lebe ja in Amerika. Und es sind jetzt in den letzten Monaten viele neue Chatzeleins dazu gekommen. Hallo an dieser Stelle. Ich freue mich, dass ihr meinen Kanal gefunden habt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit mir, mit den Videos, mit der tollen Community. Und jetzt sind einfach in den letzten Monaten immer mal wieder so ein paar Fragen reingekommen. Und ich meine, dass ich einmal, wie wir noch auf Hawaii waren, so ein Unterschiede-Video gemacht habe, Deutschland, Amerika. So, Hawaii war aber nochmal eine ganz andere Story und auch wenn Hawaii zu ja, United States dazugehört, war das ja die Insel und jetzt sind wir auf dem Festland und da ist das alles nochmal ein bisschen anders oder vielleicht auch nicht. Und deswegen wollte ich euch heute in dem Video Unterschiede zwischen Deutschland und Amerika nochmal so ein bisschen aufzählen und auch zeigen, so ein paar Dinge im Haus. Viele Dinge sind einfach selbsterklärbar. Es tut mir leid, Schätzelein. Mutti hat einen absoluten Hitzestich. Für alle, die sich jetzt auch fragen, hier, boah, Mutti, was hast denn du für einen geilen Highlighter drauf? Wie heißt denn der? Der heißt 42 Grad, ja, den kann man auch nicht im Laden kaufen, der kommt ganz natürlich, wenn man 2 Stunden das Auto putzt, in der Garage, ohne Klima und einem die Siffe nur so runterläuft, ja, dann hat man diesen natürlichen, sehr günstigen Glow. Und ja, daher erklärt sich wahrscheinlich meine heute. Ich war zu lange in der Sonne, meine Lieben. Das ist, it is what it is. Okay, da müssen wir jetzt zusammen durch. Also, wie gesagt, ich habe mir eine Liste geschrieben und da gehe ich jetzt einfach mal mit euch drauf ein. Ich lese die Sachen vor und zu manchen Dingen werde ich noch was dazu sagen, einfach um das so ein bisschen ausführlicher zu machen. Ihr kennt mich, ja, ich komme nie von 0 auf 3 in, wie heißt das? Ich komme nicht gleich zum Punkt. Ich komme nie von 0 auf 3. Was war? Geht's euch gut, meine Lieben? Schön. Also, Unterschiede Deutschland-USA. Wir fangen mit etwas an, das habe ich schon mehrere Male erwähnt. Wird für die ein oder andere wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig, aber es kommt noch. Ja, es wird doch interessant. Also, stick with me. Stay here. Bis zum Ende. Ja, ich bin eine absolute Kaffeemaus. Ich brauche meinen Kaffee morgens. Ich liebe meinen Kaffee. In Kerzen jetzt nicht ganz so sehr, ja, um auch ein bisschen das Thema Candles in dieses Video einzubringen. Nein, natürlich nicht. Aber ich bin eine Kaffeemaus. So, ich habe 29 Jahre lang in Deutschland gelebt und habe somit wahrscheinlich ja, 13, 14 Jahre lang deutschen Kaffee getrunken. Und wer deutschen Kaffee kennt, der weiß einfach, das ist eine Bank. Ja? Deutscher Kaffee, das hat einfach so eine Smoothigkeit, so eine Geschmeidigkeit, einen ja, schönen Abgang. Das habt ihr in Amerika nicht.
meine Lieben. Der Kaffee in Amerika schmeckt immer sehr herb und bitter und stark und egal was wir da bis jetzt schon für einen Kaffee getrunken haben und gekauft haben. Es gibt so ein, zwei Dinge, das geht so ein bisschen in die Richtung von deutschem Kaffee. Vielleicht bilde ich mir das auch ein, weil ich einfach deutschen Kaffee liebe. Aber ja, ein eingezäumter Kaffeetrinker, wenn man euch 10 Tassen hinstellt und ihr habt blinded eyes, ja, also ihr habt etwas vor den Augen, ihr werdet den deutschen Kaffee einfach rausschmecken, weil das eine ganz, ganz andere Qualität ist. Er schmeckt einfach viel smoother. Ja, da fällt mir das Deutsch, geschmeidig ist nicht richtig, aber er schmeckt anders und er schmeckt besser. Und ich trinke jetzt seit 6-7 Jahren amerikanischen Kaffee. Wie gesagt, alle Marken durch. Und ich werde mich an amerikanischen Kaffee nicht gewöhnen. Natürlich trinke ich ihn, weil ich ja jetzt nicht hier groß die Möglichkeit habe, wobei das stimmt nicht. Es gibt hier auch deutschen Kaffee, wie zum Beispiel die Krönung oder Dallmayr, gibt es hin und wieder mal zu kaufen, gerade in der Commissary. Aber da zahlt man für ein 250 Gramm Päckchen, zahlt man dann, ich glaube, um die $8. Hin und wieder gönne ich mir das, ja, und dann trinke ich diesen Kaffee auch mit Genuss. Aber Kaffee ist definitiv ein Thema. Das können die Amerikaner nicht. Dann geht es weiter mit meinem geliebten Thema Schoki. Schokolade. Es gibt viele Dinge, da sind die Amis, ja, auch wieder eine Bank durch. Da kann man denen nichts vormachen. Ob das jetzt der New York Cheesecake ist, ob das die 378 verschiedenen Chipsorten sind, die man hier bekommt. Also es gibt viele Dinge in Amerika, die kann man schnabulieren, die kann man essen, die sind auch sehr, sehr lecker. Schokolade ist definitiv etwas, das schmeckt in Amerika einfach, ja, wie soll ich das nett ausdrücken, scheiße. Ja, nennen wir es mal so, wie es ist. Das hat mit der deutschen Schokolade überhaupt nichts zu tun. Deutsche Schoki ist einfach cremig und die zerschmilzt einem im Mund. Und hier die Schokolade, die ist babsüß. Es schmeckt auch nicht wirklich nach Schokolade, muss ich sagen. Wenn man den Vergleich zu deutscher Schokolade hat. Ja, wenn man nichts anderes kennt wie diese US-Situation, dann ist es für einen wahrscheinlich auch Schokolade. Aber nein, also selbst ein amerikanisches Snickers oder ein amerikanische M&M's oder so schmecken nochmal komplett anders wie das, was man in Deutschland bekommt. Auch hier wieder die gleiche Situation, wenn man euch ein deutsches Snickers vor die Nase legt und ein US-Snickers und ihr seid blindfolded, ihr werdet den Unterschied rausschmecken. Ich weiß noch, wie mein Mann damals nach Deutschland gekommen ist, also der hat sich ja damals fast ins Koma gefressen, wie er deutsche Snickers gefunden hat, weil er einfach sagte, das hat ja mit unserem überhaupt nichts zu tun. Wo ich noch für mich gedacht habe, wieso, das ist doch das gleiche Zeug, aber nein. Überhaupt nicht. Und da geht es einfach die komplette Bank weiter. Amerikanische Fanta hat nichts mit deutscher Fanta zu tun. Hier, ich glaube, wenn man sich da so ein Pfund Zuckerwürfel in den Mund stecken würde, wäre das bei weitem noch nicht so süß wie die amerikanische Fanta. Auch vom Geschmack her komplett anders. Sprite, Coke, die ganzen Sachen. Ich habe das Gefühl, dass hier auch nochmal mehr Bubbles enthalten sind, ja, also mehr Kohlensäure wie in Deutschland. Und es ist einfach nochmal um 5 bis 10 Stufen viel, viel süßer wie das, was man in Deutschland bekommt. Dinge wie zum Beispiel, fällt mir jetzt so ganz spontan ein, Moody is on the flow, so Dinge wie zum Beispiel Bitterlemon, ja, was ich im Sommer so, so gerne getrunken habe. Man hat dann einfach dieses Erfrischende und das Bubbly und noch schön Eis mit drin. Solche Sachen gibt es hier zum Beispiel überhaupt nicht. Habe ich noch nicht gefunden. Es ist in Amerika immer alles sehr, sehr süß und oftmals zu süß, meiner Meinung nach. Genau, also Dinge, die es hier gibt und in Deutschland gibt, die kann man nicht miteinander vergleichen, weil es schmeckt einfach anders, nicht immer schlechter, aber zu 98% schon. Ja.
So, dann haben wir das. Genau, auch ein Thema, das habt ihr von mir schon mehrere Male gehört, Brot und Brötchen. Also Brötchen gibt es hier so gar nicht. Ja, die Amerikaner nennen das Dinner Rolls. Die sind dann auch immer sehr, sehr weich, wie das Brot auch. Zum guten Glück gibt es hier ja jetzt Lidl. Und der amerikanische Lidl hat eben auch diese Brot- und Brötchentheke, so wie in Deutschland. Da gibt es auch sehr, sehr viele Dinge, die es in Deutschland gibt, wie zum Beispiel Brezel, Laugenbrötchen, Vollkornbrötchen, Käsebrötchen, oh mein Gott. Solche Dinge gibt es da und dann gibt es halt noch so zwei, drei Abschweifungen. Keine Ahnung, irgendwie Peanut Butter Cookies und was weiß ich nicht alles. Aber die Dinge, die man dazu, ja, die man da kaufen kann, die schmecken dann aber auch tatsächlich wie deutsches Brot und deutsche Brötchen. Die haben diese Knusprigkeit, ja. Es ist nicht alles so lappeduttlich, es ist nicht alles so weich und hat keinen süßen Nachgeschmack. Das muss man bei amerikanischem Brot und Dinner Rolls eben auch wissen, dass Brot immer süßen Nachgeschmack hat. Also das ist auch meiner Mama sofort aufgefallen, wie sie damals das erste Mal nach Hawaii gekommen ist. Und sie wollte sich ein Brot machen und hat sich ein Wurstebrot gemacht. Und hat mich nur angeguckt und hat gemeint, Kind, was ist das denn? Ja, also so das Brot mit süßlichem Nachgeschmack, obwohl da ja, Vollkornbrot oder was auch immer drauf stand, das hat einfach nicht zusammengepasst. Ja, nee, ist jetzt nicht meins, wird auch nie meins sein, einfach weil ich deutsches Brot und deutsche Brötchen kenne. Mittlerweile gehen wir ja so einmal die Woche, alle 10 Tage geht es dann hier schön zu Lidl, ne? Und da kaufen wir uns dann auch Brot und Brötchen, das wird dann eingefroren. Das ist einfach was, da kann und will ich nicht drauf verzichten. Also solltet ihr wirklich mal ja, in Amerika in Urlaub gehen, freut euch da nicht auf, ja, wobei im Urlaub ist es immer noch mal was anderes, weil man weiß ja, man kommt wieder zu dem zurück, was man zu Hause hat, ja, und da schmecken einem die Sachen dann auch noch mal ganz, ganz anders, wie wenn das einfach your daily life ist, wenn man einfach weiß, oh scheiße, ich krieg nichts mehr anderes, it is what it is, ich muss damit irgendwie klarkommen. Also im Urlaub ist es noch mal was anderes, da habt ihr recht. Also Brot, Brötchen, absolutes No-Go, was hier das amerikanische Gedöns angeht, schmeckt mir einfach nicht. Ja, dann muss man natürlich sagen, die Auswahl hier ist an allem, mit allem, sehr massiv, alles sehr groß. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal in die Commissary in Hawaii gegangen bin und ich war da in dieser Cornflakes Aisle gestanden. Ich war total überfordert. Also mein Mann hat den kompletten Einkauf gemacht und wie er mit allem fertig war, ich stand immer noch in dieser Cornflakes-Abteilung, weil die Auswahl einfach so massiv ist. Und das ist eigentlich bei allem so. Also egal, ob das jetzt die Cornflakes sind, die Chips, die Süßigkeiten, Brot, auch wenn da nur Kacke dabei ist. Ja, man hat 75 verschiedene Dinner Rolls und Breads und was weiß ich nicht alles. Putzmittel auch, ohne Ende. Also die Auswahl hier in Amerika ist wirklich sehr, sehr massiv. Toilettenpapier, Küchenrolle. Gut, es hat jetzt eine Zeit gegeben, da hat man genommen, was man konnte. Aber jetzt kommt es halt auch wieder so zurück zur Normality, ja. Und man steht dann davor und man hat dann 38 verschiedene Paper Rolls und Toilet Paper und die Preise, was das Ganze hier auch angeht, ist, was gewisse Produkte angeht, sehr, sehr teuer. Also wer mich schon eine Weile verfolgt, wer auch schon ein paar Follow My Lives gesehen hat oder meine Food Hauls, ja, so Dinge wie Toilettenpapier und Küchenrolle, da kann man wirklich ein Vermögen für ausgeben. Das geht bis hoch in die $20-Section und wir bleiben da immer bei dem günstigen, weil ich brauche nur was die Rosette sauber macht, ja, also da muss mir nichts, irgendwas, ein Film drauflegen und gut riechbar. Nein, ich möchte einfach nur einen sauberen Popo und mit dem Küchenpapier möchte ich einfach nur irgendwo drüber wischen können. Und das können die Sachen für 2, 3, 4 Dollar eben auch. Aber es gibt wirklich Produkte hier, da schlackert man einfach mit den Ohren. Duschgel, Bodylotion, ja, die Sachen so von Dove zum Beispiel, da kostet ein Duschgel 6, 7 Dollar. Excuse me? It's a shower gel, girl.
okay, I'm just gonna wash my ass with it. Also, warum die Sachen hier so teuer sind, kann ich mir nicht erklären. Bodylotions das gleiche, Shampoos, es ist alles sehr, sehr teuer. Und was man dann dazu sagen muss, ist, dass die Preise, die man im Regal sieht, wenn da jetzt zum Beispiel steht, $6.99, das ist ja nicht der Endpreis, weil an der Kasse kommt dann nochmal die Steuer dazu. Also das ist in Amerika überall. Wenn ihr euch einen Reifen kauft für euer Auto, ja, und ihr geht dahin und ihr wollt ein Estimate, also so einen Kostenvoranschlag, und der sagt zu euch $87, ja, dann kommt da aber noch Steuer dazu und dann noch, ne? Also es ist nie der Endpreis, was euch gesagt wird oder was ihr in den Regalen seht. Das kommt dann immer noch mal an der Kasse dazu. Genau. Ja, dann machen wir mal weiter mit Restaurants. Also in Deutschland war es so, ich kann mich dran erinnern. Und da muss ich auch noch dazu sagen, ja, also ich bin jetzt seit 7 Jahren nicht mehr in Deutschland. Ich habe so ein gewisses Bild von Deutschland noch in meinem Kopf. Meine Mama sagt mir auch immer, Kind, es ist nicht mehr so, wie es mal war. Aber ich behalte dieses Bild einfach in meinem Kopf und Deutschland ist für mich immer Heimat und ich vermisse Deutschland immer, immer. Und deswegen gibt es einfach gewisse Dinge, die sind für mich, it's Germany, ja. Es kann natürlich sein, dass es heutzutage gar nicht mehr so ist und dass ich da vielleicht auch ein falsches Bild noch so im Kopf habe, aber please leave it to me, ja, nehmt mir das nicht, das ist einfach so ein Germany. Und ja, ihr könnt mich natürlich unten gerne in den Kommentaren korrigieren, ja, wenn ich hier jetzt absolute Kacke erzähle und wenn ihr sagt, Sandra, das ist aber nicht mehr so. Ja, auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, in ein Restaurant zu gehen in Deutschland, das war halt immer sowas mit Gemütlichkeit. Man ist da jetzt nicht nur hin, um sich den Bampen vollzuschlagen und ja, sich was in die Kiemen zu hauen und zack wieder rauszugehen. In Amerika ist es anders, ja. Also in Amerika habe ich das Gefühl, dass die Menschen da wirklich nur hingehen, essen, fertig, Rechnung, raus. Also ich kann euch nicht erzählen, wie oft ich mit meiner Freundin in unserem Lieblingsrestaurant gesessen bin und wir haben dann noch stundenlang gequatscht und haben noch irgendwie 3 Kaffees getrunken und haben den Abend dann einfach so schön ausklingen lassen. Und es hatte einfach was mit der Gemütlichkeit zu tun, mit der Atmosphäre auch. Und da ist nie einer zu uns hergekommen und hat gesagt, seid da fertig, Rechnung und so, ne? Und hier in Amerika habe ich einfach das Gefühl, die wollen so schnell es geht die Tische wieder frei bekommen, ja? Money, money, money. In Amerika ist es ja auch so, dass die Waiters, also die Kellner von dem Trinkgeld leben. Die bekommen, glaube ich, ein Minimum Wage von, keine Ahnung, $2, $3 so. Und die leben ja dann wirklich von dem Trinkgeld. Und natürlich versuchen die dann, so schnell es geht, die Tische wieder frei zu bekommen, dass eben neue Menschen Platz haben, weil die bestellen ja dann wieder und dann gibt es ja wieder mehr Geld für die. Aber ich muss sagen, am Anfang war das für mich alles sehr, sehr ungewohnt, ja. Essen, zack, Rechnung, raus. Weil ich es einfach gewohnt war, dann noch, ja, eine Weile zu sitzen und mit meiner Freundin oder mit meinem Partner zu quatschen und einfach so die Atmosphäre auch zu genießen. Und das gibt es halt in Amerika gar nicht. Das nächste, was dann dazu kommt, ist Trinkgeld. Ja, habe ich ja gerade eben schon angesprochen. Also, es ist so ein ungeschriebenes Ding, aber auch hier ist es wieder so, wenn ihr dann eure Rechnung bekommt, sagen wir mal $37.98, in Deutschland habe ich dann immer aufgerundet zu 40. Ja, je nachdem, wie gut der Service war, vielleicht dann auch nochmal 1-2 Euro dazu. In Amerika ist es aber nicht so. Also da habt ihr dann wirklich immer den Total von eurer Rechnung und dann habt ihr nochmal so ein extra Feld, weil das ist ja auch was. In Amerika wird ja zu, würde ich jetzt mal behaupten, 98,9% nur mit Karte bezahlt. Und dann hat man einfach nochmal so einen extra Bereich, da schreibt man dann den Tipp rein, ja, das Trinkgeld. Und das ist so ein ungeschriebenes Ding, das kenne ich einfach von meinem Mann, weil mein Mann mal im Restaurant Bereich gearbeitet hat und man gibt bei einem normalen Service gibt man 15%. Wenn es ein ganz schlechter Service war, gibt man 10%.
Ich muss auch schon ganz, oder ich muss sagen, ich habe auch schon null Tipp gegeben, ja, weil ich mit der Bedienung überhaupt nicht einverstanden war, weil was vergessen wurde, weil was umgekippt wurde und, und. Also mein Mann, der ist dann nochmal ganz anders, der hätte dann trotzdem diese 10% gegeben, aber ich bin einfach so unsatisfied, unzufrieden aus diesem Laden raus. Ich hatte auch noch Hunger und nee, das war mir einfach nicht mal diese 10% wert. Aber man sagt, wenn es ein normaler Service ist, dass man dann von dem Total, der bei euch auf dem Zettel steht, nochmal 15% dazu gibt. Wenn es ein schlechter Service war, wie gesagt 10%. Und wenn es halt ein richtig guter Service war mit allem drum und dran, dann gibt man auch 20%. Natürlich sind die Kellner immer over the top und es wird immer gefragt, ah, braucht ihr noch was, wollt ihr noch was, weil umso freundlicher, ja, umso weniger man warten muss, das Tipp wird dann einfach größer. Also das ist auf jeden Fall was, das solltet ihr wissen, wenn ihr in Amerika zum Beispiel Urlaub macht, dass, wenn ihr dann eure Rechnung bekommt, das ist nicht das, was ihr bezahlen solltet, ne? Weil dann einfach nochmal das Trinkgeld dazu kommt. Genau. Ja, dann wir bleiben im Restaurant. Da weiß ich zum Beispiel auch nicht, ob sich das mittlerweile in Deutschland geändert hat. Aber hier in Amerika, alkoholfreie Getränke ist einfach Refill. Egal, ob das jetzt Sweet Tea ist, Wasser wird sowieso immer dazu gegeben und wird immer nachgeschüttet. Also so die ganzen, ja, Coke Products, ne? Cola, Fanta, Sprite, Säfte in manchen Läden, nicht immer. Sweet Tea, so die Sachen, das, da bekommt man dann einfach, ja, kostenloses Refill. Und da wird dann auch ständig gefragt. Also meistens ist es dann so, wenn man ein Glas hat und es ist dann zur Hälfte leer, dass dann der Kellner kommt und fragt, do you want a refill? Und ja, weiß ich nicht. Ist es in Deutschland noch so? Könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ja, und ansonsten habe ich, was Restaurants angeht, noch aufgeschrieben, dass es bei Geburtstagen eigentlich immer ein Dessert umsonst gibt. Ja, also da muss man jetzt gar nicht mal mit einer großen Party auftauchen, so dass man da 18 Mann am Start hat, sondern selbst wenn man da mit seiner Freundin oder mit seinem Partner essen geht und man winkt mal so kurz zum Kellner rüber und sagt, hey, it's the birthday, ja, gibt es eigentlich meistens ein Dessert, ob das dann irgendwie was mit Ice Cream ist oder ein Stückchen Kuchen oder so. Also das muss ich sagen, das finde ich in Amerika auch wirklich nett, ja. Weil je nachdem, wo man hingeht, gerade Carrabba's oder, also Carrabba's ist schon ein teurer Spaß, aber das Essen ist halt auch sehr lecker. Aber da kostet halt auch ein Dessert gleich mal um die $8. Und ja, das finde ich dann schon sehr, sehr nett, wenn man da als Geburtstagskind dann einfach so ein Leckerchen bekommt. Ja, so, dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar Kundenservice. Also Kundenservice ist etwas in Amerika, das finde ich on point, egal wo man hingeht. Natürlich, es gibt immer so ein paar Kackbratzen, ja, aber die gibt es überall. Aber zum großen Teil muss ich wirklich sagen, was Kundenservice angeht, 1 plus mit Sternchen und die haben sich alle einen Knollen Eiscreme verdient. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Walmart bin, und suche irgendetwas und gehe da zu einem Verkäufer hin, da wird einem nicht gesagt, gehen Sie da hinten runter, zweimal links, einmal halb rechts um die Ecke und dann im obersten Regal, ganz hinten drin, da finden Sie es. Nein, sondern man wird da wirklich hingebracht. Ja, und wenn es dann nicht gefunden wird, dann wird irgendwie ein Kollege angerufen oder wenn das Produkt gerade leer ist, dann wird hinten im Warenhaus angerufen, es wird gefragt, ey, haben wir noch da? Wenn es dann da ist, dann wird es sogar hinten vom Warenlager rausgeholt. Und also Kundenservice in Amerika ist wirklich etwas, wo ich sage, da kann sich Deutschland eine Scheibe von abschneiden. Ja? Das hat auch schon meine Mama zu mir gesagt. Also, dass man sich da manchmal nicht selbst noch irgendwelche Höhlen bauen muss, um an irgendetwas ranzukommen, das ist wirklich alles. Gut, es ist natürlich immer so und so, ja. Es gibt die Menschen, die sind auch wirklich freundlich und dann gibt es halt auch wieder die Menschen, die sind sehr unfreundlich. Aber selbst diese unfreundlichen Menschen hier, man wird trotzdem hingebracht, sodass man nicht, wie soll ich denn sagen, so ganz ahnungslos in dem Laden rumläuft. Und von den freundlichen
Mitarbeitern, da wird dann auch oft noch ein Gespräch gesucht, ja, von wegen, hey, how are you doing, oder how is your day going, es wird einfach gefragt, wie geht's dir, hast du einen guten Tag, ist alles okay, und wenn man dann einfach bekommt, nach was man gesucht hat, dann wird noch gefragt, can I help you with anything else, ja, also die würden mit einem nochmal in drei andere Aisles gehen, wenn man einfach was sucht oder wenn man was braucht. Und das sind Dinge, das kenne ich von Deutschland nicht, muss ich wirklich sagen. Oder auch die Baggers, die wir hier in Amerika haben, gerade in der Commissary. Das sind ja Menschen, die leben von dem Trinkgeld, was sie von den Menschen bekommen. Und die sind einfach dafür da, um den Einkauf einzuladen. Ja? Und die sind auch immer alles so nett und so freundlich. Und gerade hier jetzt bei den Temperaturen mit zwischen 36 und 40 Grad, mit der ganzen Corona-Situation, ja, und dann noch mit Maske und ständig raus und es ist heiß und, aber die Menschen sind einfach freundlich und die sind nett. Natürlich machen sie das vielleicht auch nur wegen dem Trinkgeld, das war aber schon vor dieser C-Situation, ja, bevor diese ganze Panik ausgebrochen ist und Kundenservice ist für mich in Amerika einfach etwas ganz, ganz oben. Auch zum Beispiel am Wochenende, wenn man plötzlich merkt, oh scheiße, unser Internet geht nicht, dann ruft man da am Wochenende an. Also auch samstags, sonntags ist es eigentlich immer jemand erreichbar. Und wenn es nur für ein paar Stunden morgens ist oder wenn es dann irgendwie ein Mobile Service ist, ja, sodass das Menschen sind, die mobil unterwegs sind, man erreicht eigentlich immer jemanden und es wird einem immer geholfen und man spürt an einem Sonntag nicht, dass der Mensch eigentlich keinen Bock hat, an dem Sonntag zu arbeiten, sondern er ist freundlich, sie ist freundlich, sie sind hilfsbereit und ja, das muss ich sagen, finde ich Spitzenklasse. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, da habe ich am Anfang total blöd geguckt, wenn mein Mann zum Beispiel an einem Sonntag oder so bei der Bank angerufen hat und die Bank an sich hat zu. Aber es war dann einfach so ein, ja, Telefonservice da und er konnte dann am Wochenende irgendwie ein Konto eröffnen, ja, oder hatte einfach bestimmte Fragen und nee, also das sind wirklich Dinge, das würde ich mir in Deutschland für euch wünschen, weil unter der Woche man ist arbeiten, man hat oft wenig Zeit, man vergisst vielleicht dann auch mal was und an dem Sonntagmittag, ja, denkt man, oh shit, da hätte ich jetzt noch dran denken müssen, das hätte ich jetzt noch bezahlen müssen. Und hier in Amerika hat man dann einfach die Möglichkeit, das Ganze zu machen. Also das sind Dinge, die finde ich schon richtig gut. Musste mal ein Schlückchen trinken hier bei der Hitze. Ich habe nämlich extra die Klima ausgemacht, dass ihr nicht das Rauschen im Hintergrund habt. Also ich kann euch sagen, die Hupen schwimmen. Oh, mir läuft alles davon. Garantien, damit machen wir weiter. Also, auch das ist etwas, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. In Deutschland, wenn ich da zu einem Mediamarkt rein bin und habe mir einen Staubsauger gekauft oder habe mir eine Mikrowelle gekauft, also alles, was so elektrisch, in diese elektrische Schiene gegangen ist, kam immer mit 24 Monaten Garantie. Am I right? Or did that change? I don't know. In Amerika, wenn ihr euch da eine Waschmaschine kauft für $599, kommt an der Kasse noch die Steuer dazu und ihr werdet gefragt, ob ihr einen Protection Plan dazu haben wollt, ja, also eine Garantie. Und diese Garantie kostet dann auch nochmal Geld und dann könnt ihr euch aussuchen, ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre, je nachdem, was ihr euch kauft. Wenn ihr euch jetzt so einen kleinen Handstaubsauger kauft für $13,99 bei Walmart, also ja, auch da werdet ihr gefragt, ob ihr dann einen Protection Plan haben wollt, würde ich jetzt keine 5 Jahre machen, weil in 5 Jahren kauft man sich vielleicht, oder innerhalb der 5 Jahre kauft man sich vielleicht einen neuen Handstaubsauger. Aber bei so größeren Anschaffungen, ja, wie zum Beispiel unser Miele-Staubsauger, der hier über $400 gekostet hat oder knapp 400, ich weiß es gar nicht. Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner, so diese großen Dinge einfach. Da machen wir dann immer noch einen 3- bis 5-Jahresplan dazu, je nachdem, was es ist. Und da muss man dann einfach nochmal für zahlen, ja. Also das kommt dann nicht in dem Total mit dazu. Das ist dann einfach nochmal separat. Also das ist etwas, muss ich sagen, das stört mich sehr, dass da nicht zumindest mal so eine Einjahresgarantie mit dazu kommt und dass der Laden dann aber sagt, okay, wollt ihr vielleicht eine 3-Jahres- oder 5-Jahres-Garantie, aber dass da so gar keine Garantie mit dabei ist, das mag ich nicht.
dann gehen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Und zwar solche Dinge wie Parks. Ja, also so Bürgerparks und so, ne? Einfach, wo man ein bisschen laufen kann, schön mit Bäumen und Bänke, sodass man sich halt auch hinsetzen kann. Machen ja viele Menschen an einem Sonntag sehr gerne. In Deutschland, in Amerika wird nicht so viel gelaufen, Jet the Lines. Also sowas gibt es hier nicht. Ja, das, was ihr im Fernsehen seht in New York, dieser, was ist es, Central Park ist es, glaube ich, gehört wahrscheinlich zu den 1 von 10 Parks, die es in ganz Amerika gibt, weil das sind einfach so Dinge, das findet man hier nicht. Also ich fände es eigentlich mal ganz schön, so an einem Sonntag sich den Hund und das Kind zu schnappen, vielleicht auch so einen kleinen Picknickkorb zu packen, einfach mal in die Prärie rauszufahren, ja, und dann in so einem schönen Park ein bisschen zu laufen, ein bisschen Frisbee zu spielen und ja, sich dann so unter einen Baum zu klatschen und ein bisschen Picknick zu machen. Also das haben wir bis jetzt noch gar nicht gesehen. Ich zumindest, ja. Ich habe das weder in Hawaii gesehen, noch habe ich es in Missouri gesehen, noch habe ich es jetzt hier in North Carolina gesehen. Ich muss auch dazu sagen, das sind jetzt natürlich, wie gesagt, nur Dinge, von denen ich spreche, ja. Wenn ihr mal in Amerika gelebt habt, wenn ihr hier schon mal auf Besuch wart, vielleicht wart ihr ja auch in anderen Staaten, vielleicht ist es da auch alles ganz anders. Ich spreche nur von meinen Erfahrungen und wie es jetzt für mich in den letzten 7 Jahren war und was ich eben gesehen habe und nicht gesehen habe. Parks war auf jeden Fall etwas, das habe ich nicht gesehen, das fände ich ganz schön. Weil es gibt hier viel Grün, je nachdem, wo man sich befindet. Ja, es gibt viel Grün, es gibt viel Bäume. Und anstatt überall immer zu bauen und irgendwelche Buildings hinzuknallen, die Bäume kloppt ihr ja sowieso weg. Dann macht doch einfach mal einen schönen Park, so dass man auch mal, ja, gediegen laufen kann und ein bisschen mit Kind raus kann und Hund. Und das wäre was, das würde ich mir doch wirklich wünschen. Dann sind wir ja beim Thema Laufen. Es gibt hier in Amerika ganz selten keine ich habe mir Bürgersteige aufgeschrieben, also diese Seitenparts an der Straße, die aber von der Straße abgetrennt sind, so dass man da laufen kann. Wie nennt man das denn? Bürgersteigs, oder? Seitenrand? Nein, so nennt man das nicht. But you know what I mean. Das ist etwas, das stört mich sehr. Wir hatten Bürgersteigs in Hawaii, ja, aber auch nur, wenn man dann in dieser Community Area rumgelaufen ist. In Missouri hatten wir es teilweise, das war so Hit und Miss Situation. Und hier in North Carolina haben wir es gar nicht. Also weder in der Community noch in der anderen Community. Wenn ich jetzt von den Communities hier komplett weggehe, ja, und gehe raus in die Zivilisation, da sehe ich auch keine Bürgersteigs. Also es ist sehr schwer hier mit Kind und Hund zu laufen, weil man halt immer gucken muss, kommt ein Auto, wen muss man jetzt gerade von der Straße runterziehen, ja, so dass keiner überfahren wird. Das sind so Dinge, das stört mich einfach, weil ich das von Deutschland so gewohnt bin. Ich gehe raus und ich laufe auf einen Bürgersteig und da muss ich mir eigentlich keine Sorgen machen, von einem Auto überfahren zu werden, wahrscheinlich von einem Fahrradfahrer, aber das ist ja auch sowas, in Deutschland ist es ja schön abgetrennt. Einmal Fahrrad, einmal Fußgänger. So sollte es zumindest sein. Aber wir haben ja hier nicht mal diesen Fußgängersteig, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und das ist mir jetzt einfach schon sehr, sehr oft aufgefallen, dass es sehr selten in Amerika gibt, was ich nicht verstehe. Weil da könnte man doch einfach die Straße noch ein bisschen breiter bauen. Die sind doch sowieso dabei, die Straße zu bauen. Und dann so eine Abkerbung und dann, ne, so dass man eben schön gemütlich laufen kann. Ja, aber Thema Laufen, das ist generell etwas, habe ich das Gefühl, oder das ist meine Meinung, dass in Amerika nicht viel gelaufen wird. Es wird eigentlich überall hingefahren, am besten noch von der Garage runter zur Mailbox, um da irgendwie noch die Briefe aus dem Briefkasten rauszuholen. Amerikaner sind, was das Laufen angeht, sehr faul. Jetzt durch Corona sieht man hier viele Menschen sehr, sehr viel laufen in unserer Community. Das liegt aber einfach daran, weil die wahrscheinlich zu Hause
ne, durchgedreht sind, Synapsen durchgeknallt, hin und wieder braucht man ja auch mal frische Luft. Und plötzlich sieht man hier Menschen, die hier anscheinend, wenn man sich dann mit ihnen unterhält, schon sehr, sehr lange wohnen und die jetzt hier plötzlich laufen und die sogar einen Hund haben. Ja, wo wir uns schon, oder mein Mann und ich, gefragt haben, ja, wo war denn der Hund die ganze Zeit? Also jetzt wird hier angefangen zu laufen. Ansonsten muss ich sagen, Amerikaner laufen nicht viel. Und wenn sie irgendwo hinfahren können, dann machen sie das auch. Wir werden oft blöd angeschaut, weil wir immer laufen. Egal ob 40 Grad, ob Schnee, bei Hagel jetzt vielleicht nicht, weil ne, das tut ein bisschen weh. Aber wir sind eigentlich immer draußen. Und das war mit Maximus schon immer so. Da hat uns der Hund als angeguckt und really, do I have to go outside? Weil Maximus vergisst hin und wieder, dass es ein Hund ist, dass der halt auch mal raus muss. Ne? Und da sind wir schon von Nachbarn angesprochen worden, hä, ihr wart doch erst heute Morgen draußen. Und ja, ein Hund muss aber mehrere Male pullern. Musst du ja auch. Ne? Oder eben auch mal Dodo machen. Und da sind wir nämlich schon beim nächsten Thema. Was mir bei den Amerikanern aufgefallen ist, und das kommt jetzt auch ganz viel durch meinen Beruf, ich bin ja Fahrer in einer Pizzeria, und wenn dann da, wenn man Hundegeräusche hört, ja, also Hunde bellen, und dann wird die Tür aufgemacht, aber der Hund ist nicht da. Was bei den Amerikanern ganz, ganz oft gemacht wird, die haben einen Käfig bei sich im Haus oder auch im Garten. Und da kommt dann der Hund rein, wenn entweder Besuch kommt oder wenn es den Besitzern gerade nicht recht ist, ja, dass der Hund draußen rumläuft oder im Haus rumläuft oder wenn die Besitzer aus dem Haus gehen, machen das ganz, ganz viele. Das sind einfach diese Cave Dogs und davon halte ich ja gar nichts. Davon halte ich nichts. Das sind dann einfach Käfige, die bei denen im Haus stehen. Ja gut, die legen dann auch noch ein Kistchen mit rein und vielleicht noch ein Deckchen und ein Bettchen. Aber Tatsache ist, dass, und da gehe ich mit der Nummer wahrscheinlich sehr hoch und gehe über meinen Scheffel vielleicht auch hinaus. Aber von dem, was ich jetzt einfach gesehen habe, würde ich jetzt mal behaupten, dass 93% der Amerikaner, die hier einen Hund haben, diesen Hund in einem Käfig halten, wenn sie aus dem Haus gehen, wenn Besuch da ist, oder Johann. Ja, und das ist einfach was, das mag ich nicht. Also, wenn man sich einen Hund zulegt, dann muss mit diesem Hund auch gelaufen werden, ob einem das jetzt passt oder nicht. Es gibt immer mal einen Tag, da geht es einem vielleicht auch nicht gut, da kann man den Hund vielleicht auch mal raus in den Garten lassen, ja. Aber das sind so Dinge, da muss man sich einfach Gedanken vorher drüber machen, bevor man sich ein Tier holt. Also jetzt nicht nur einen Hund, sondern generell. Da muss man einfach Dinge machen, die passen einem vielleicht nicht immer oder jetzt gerade zu dem Zeitpunkt nicht. Das ist aber egal, weil der Hund muss raus. Also dieses Käfig-Thema, ne? Fällt mir sehr, sehr oft auf, dass wenn dann einfach irgendwo Türen aufgehen und ich habe noch einen Hund gehört und plötzlich ist der Hund weg und wenn ich dann irgendwie in die Ecke reingucke, and yeah, I'm looking in your house. I wanna see what's going on, girl. Und dann ist da der Hund im Käfig. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Also das ist etwas, das habe ich in Deutschland noch nicht gesehen. Da wird mit dem Hund gelaufen, da wird auch der Dudu weggemacht. Das ist hier auch sowas, ja. Viele lassen es dann gerade liegen und dann geht man mit dem Kind raus und dann, das ist so ein never-ending story. Aber das ist auch noch etwas, das wollte ich euch auf alle Fälle erzählen, weil das ist uns jetzt hier in der Corona-Zeit echt aufgefallen, dass man plötzlich Menschen sieht, die hier mit dem Hund laufen. Die hat man vorher nicht gesehen, den Hund hat man vorher nicht gesehen und dann denke ich mir ja, wo ist denn der Hund die ganze Zeit? Also Amerikaner lassen ihre Hunde einfach gerne im Haus, im Käfig dann oder draußen, noch schlimmer. So, öffentliche Transportmittel, ja, also so wie ich das noch von Deutschland her kenne, gerade Heidelberg, da alle 4,5 Minuten kommt da eine Straßenbahn, wenn man die Straßenbahn verpasst hat und möchte die nächsten 3 Minuten jetzt nicht warten, kein Stress, es kommt nämlich auch gleich ein Bus, Zug, ja, solche Dinge gibt es hier nicht, also in North Carolina gibt es das nicht, in Missouri hat es das nicht gegeben, in Hawaii schon dreimal nicht.
so größere Städte wie New York, ja, da hat man dann halt auch diese Underground-Situation und da fährt vielleicht auch mal ein Bus oder so. Aber im Großen und Ganzen ist man in Amerika wirklich auf ein, wahrscheinlich sogar zwei Autos angewiesen, weil man hier sonst einfach nicht wegkommt. Außer man bestellt sich ständig ein Taxi oder Uber und ne, was es nicht so alles gibt. Aber öffentliche Transportmittel, das ist so ein Luxus in Deutschland gewesen, wirklich. Also selbst in einem kleinen Ort, in dem meine Mama wohnt, da kann ich mich noch dran erinnern, wie wir da frisch hingezogen sind, da war eine Bushaltestelle, ja, und von dieser Bushaltestelle ist, glaube ich, ein oder zweimal am Tag ein Bus abgefahren. Also es war jetzt nicht so, dass man den ganzen Tag zu Hause gesteckt wäre, wenn man rausgemusst hat. Und wie ich dann damals aber weggezogen bin, war das schon so modernisiert, dass da ein richtiger Fahrplan war, ja, ich glaube mit 15 Bussen irgendwie am Tag, sodass man also wirklich weg konnte, man konnte Termine machen und. Und es gibt ja auch ganz, ganz viele Orte in Deutschland, ja, da hat man eine Wohnung, man hat, ja, ein Haus jetzt vielleicht nicht, aber man hat eine Wohnung irgendwie im Downtown und man hat keine Garage und man hat keine Parkmöglichkeiten. Und da sind so öffentliche Verkehrsmittel einfach mal spitzenmäßig. Dann holt man sich irgendwie so ein Monatsticket und zahlt da $30 oder 30 Euro. Und man kann mit allem fahren. Und das finde ich einfach so, so gut, dass man nicht auf ein Auto angewiesen ist. Weil das Ding ist ja auch, es ist ja da nicht nur das Auto, ja. Man braucht ja auch einen Führerschein. Ein Führerschein kostet Geld. Hier bei weitem nicht so teuer wie in Deutschland. Das ist zum Beispiel auch noch ein Thema, da könnte ich auch noch kurz drauf eingehen. Aber einfach die öffentlichen Verkehrsmittel ist etwas, was ich hier sehr, sehr, sehr vermisse. Und dass man nicht einfach mal in den Bus steigen kann oder nicht einfach mal in den Zug, zack, von Heidelberg nach Mannheim, irgendwie in 9 Minuten. Nee, man braucht wirklich für alles ein Auto. Und wie gesagt, ne, dann braucht man ja auch einen Führerschein. Führerschein in Deutschland habe ich damals, glaube ich, knapp 2000 Euro bezahlt oder 1800, ich weiß es gar nicht. Ich habe nicht mal alle Stunden gebraucht, also im Autofahren war ich schon immer sehr gut und habe das schnell gecheckt und bin da auch durch nichts durchgefallen und habe aber wirklich, ich meine, zwischen 1800 und 2000 Euro bezahlt. Und in Deutschland ist es ja dann so, man bekommt seinen Führerschein und der ist, glaube ich, good for life, also der ist immer gut, ja, außer man verliert ihn jetzt oder, ne, dann muss man sich halt irgendwie einen neuen beantragen. Aber es ist ja nicht so, dass man dann einen neuen Führerscheintest machen muss, also dieses schriftliche und das Fahren. In Amerika ist es zum Beispiel so, da musste ich damals in Hawaii, musste ich beide Tests machen. Ich musste den Road-Test machen, ich musste fahren und ich musste den Written-Test machen. Und einfach, dass ich meine amerikanische Driver-License kriege. Und ich habe, glaube ich, den für 5 Jahre oder für 10 Jahre genommen. Ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall alle paar Jahre expired das Ganze, also läuft das Ganze aus. Und dann muss man sich einen neuen beantragen. Man muss jetzt auch keinen Fahrtest machen oder einen Written-Test nochmal, aber das ist alles nochmal mit Kosten verbunden. Weil wenn man jetzt seinen Führerschein erneuern muss, also hier in Amerika, in Deutschland ja nicht. Also ich meine, dass der deutsche Führerschein für immer gut ist, dass der einfach nicht expired. Wenn man ihn verliert oder wenn er geklaut wird, oder ne, dann ist es nochmal was anderes. Da entstehen mit Sicherheit Kosten. Kostet ja immer alles Geld. Aber hier ist es einfach so, dass alle paar Jahre der Führerschein erneuert werden muss. Und das ist dann eben auch mit Kosten verbunden. Und dann gibt es vielleicht ja auch Menschen, keine Ahnung, die wollen vielleicht gar kein Auto fahren, ja, oder die trauen sich das nicht. Oder hier die großen Städten, das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer wie jetzt zum Beispiel in Deutschland. Wobei, ich bin es einfach gewohnt zu fahren, ich weiß es nicht. In New York zum Beispiel bin ich selbst noch nicht Auto gefahren. Da muss sogar ich sagen, hätte ich, glaube ich, ein bisschen Panik vor. Ne? Also ich war jetzt schon in New York und also, dass ich dann nochmal lebend rausgekommen bin, so wie die Auto fahren, das ist ja der absolute Wahnsinn. Und wobei man ja dann in New York einfach diese öffentliche Verkehrsmittel hat. Aber wenn man jetzt hier ist, in North Carolina, und wir sind hier in the middle of nowhere,
und man will einfach keinen Führerschein oder man traut es, oder vielleicht ja auch gesundheitliche Gründe, ne? Dann steckt man einfach in dieser Bredouille, dass man eben keine öffentliche Verkehrsmittel hat. So, genau, also auch das mit dem Führerschein, ne? So, dann geht es weiter. Ja, die Amerikaner sind eigentlich mit allem viel, viel lockerer. Gerade was jetzt zum Beispiel so Lärm angeht, ja. Das ist mir jetzt aber auch schon überall aufgefallen, egal ob Hawaii, Missouri oder North Carolina. Wenn da mittags das Gras gemäht wird, zum Beispiel, egal ob jetzt an einem Mittwoch oder an einem Sonntag oder das ist egal. Also man wird hier von keinem Nachbar irgendwie blöd angeschaut oder zurechtgestutzt oder gefragt, sag mal, hast du sie noch alle am Klöppel? Man hat hier eigentlich Verständnis füreinander, dass man unter der Woche von morgens bis abends unterwegs ist, arbeiten ist und dass man eigentlich nur das Wochenende hat, um sich dann um gewisse Dinge zu kümmern, ja, wie jetzt zum Beispiel den Garten zu machen, das Auto zu putzen, keine Ahnung, den Baum abzusägen, aber das sind so Dinge, da sind die Amerikaner viel lockerer. Also in Deutschland gibt es ja auch diese Mittagsruhe, ich glaube von 12 bis 2 oder von 1 bis 3 oder so. Und wie gesagt, also wir haben damals in einem kleinen Ort gelebt. Und wenn da mittags was gemacht wurde und da sind die Leute vorbeigelaufen, da ist man schon doof angeguckt worden. Und es wurde nicht immer was gesagt, aber hin und wieder kam dann schon mal, Mittagsruhe, das hat die Menschen nicht interessiert, ja, dass man gerade heute frei hat und dass ich mich heute um gewisse Dinge kümmern kann. Also da sind die Amerikaner viel, viel lockerer, was das Ganze angeht und im Gegenteil, dann kommt vielleicht sogar noch der Nachbar von nebenan und dann der und dann ist es so eine ganze Gruppe und dann wird da draußen so ein richtiges Adventure und also, ja, ich finde, das sind die Deutschen ein bisschen konservativ, was das Ganze angeht. So, dann machen wir mit einem Thema weiter. Ich weiß, da bekommen ganz, ganz viele Aggressionen von euch. War für mich am Anfang auch eine ganz große Umstellung. Und zwar das Thema Recyceln. Also es wird in Amerika seltenst bis gar nicht recycelt. Man hat eine Mülltonne, da wird alles reingeschmissen und einmal in der Woche wird bei uns der Müll abgeholt. Das kann man sich aussuchen, ob einmal in der Woche oder zweimal in der Woche. Wir zahlen dafür $16,50 im Monat, sodass viermal der Müll abgeholt wird. Wir haben eine Mülltonne und da kommt alles rein. Ich weiß, dass mittlerweile in einigen Staaten angefangen wird zu recyceln, so dass die Menschen dann mehrere Mülltonnen haben. Ich meine, das eine ist dann Glas oder Plastik und Papier und das andere ist Bio. Und ich weiß es nicht. Ich kann nur jetzt von North Carolina sprechen, von Missouri und von Hawaii. Zweimal davon haben wir ja auf Militärsgebiet gelebt und jetzt eben nicht. Und bei allen drei war es so, dass wir nicht recycelt haben, dass die Amerikaner nicht recycelt haben oder die Menschen, die da gelebt haben, nicht recycelt haben, weil wir einfach nur eine Mülltonne hatten und uns dann von der Müllfirma einfach gesagt wurde, nee, it all goes in one. Ja. Also ich weiß, vielen steigt es auf. Ich finde es auch nicht gut. Auf der anderen Seite, was da mit dem Müll wirklich passiert heutzutage, ob das dann alles so recycelt wird, ja, wie einem das erzählt wird, das weiß ich nicht. Wäre aber definitiv etwas, wenn ich was zu sagen hätte, und mich fragt ja keiner, wäre das auf jeden Fall etwas, das würde ich ändern. Also bei mir gäbe es da drei verschiedene Mülltonnen, einmal für den Bio-Restmüll, einmal für Glas, einmal für ja, Plastik, Papier, weil ich mag einfach auch dieses Zusammengeschmissene nicht. Aber das ist etwas, ich weiß, dass einige Staaten da jetzt angefangen haben mit diesem Recycling. Bei uns ist das aber noch nicht der Fall. So, dann kommen wir zu einem Thema, da bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob das mittlerweile noch so ist wie damals. Telefonrechnung. Unsere Telefonrechnung ist sehr, sehr hoch, weil wir das Ultimate Package haben und weil jeden Monat irgendwie ein Betrag von dem Handy abgezogen wird. Also man bezahlt noch sein Handy.
Wir haben beide iPhone 8. Und ich kann mich daran erinnern, wie wir damals von Deutschland nach Hawaii gekommen sind. Wir hatten ja nichts. Ja? Also wir hatten kein Handy, wir hatten gar nichts. Und wir sind dann da ein paar Tage später in den Handyladen rein. Und das war dann für mich das erste Mal. Und mein Mann hatte sich ein iPhone ausgesucht. Ich hatte was anderes. Ich war damals noch nicht auf diesem iPhone-Trip. Und dann wurden da die ganzen Papiere fertig gemacht und bliblablub. Und ja, dann wurden uns die Handys eingestellt, ne? Und hier und ho und Freude und dann noch ein schönes Screen und hier Case und was weiß ich, Tinkerlitzchen, was man da nicht so alles braucht. Und dann waren wir bei einer Rechnung von über $1,000. Ich habe ja echt gedacht, mich haut's nach hinten um. Ich war froh, dass ich gesessen bin. Ich war froh, dass ich große Schuhe anhatte. Weil, also, ich hatte echt weiche Knie. Und in Amerika ist es einfach so, dass man bei einem neuen Vertrag das Handy bezahlt. Ja, also dann wirklich, gut, manchmal bekommt man Vergünstigungen, bekommt man einen vergünstigteren Tarif. You get a cheaper version, a cheaper option. Okay? Ja, und durch das, dass wir halt damals einen Neuvertrag, ich glaube mit Verizon war das, gemacht haben, war das halt so extrem teuer. Und das hatte mir mein Mann halt damals auch erklärt und bla und gut. Dann sind ja irgendwann diese 2 Monate fertig gewesen und dann wusste ich ja, okay, jetzt waren wir 2 Jahre da, jetzt gibt's irgendwie ein neues Handy oder wir können uns ein neues Handy holen und mein Mann will ja auch immer das neueste iPhone. Und dann sind wir da auf jeden Fall in diesen Laden rein und sind auch da raus und haben, ich glaube, knapp wieder über $600-700 bezahlt. Also ich kann mich daran erinnern, wie ich damals noch in Deutschland gelebt habe. Da bin ich zu Telekom rein und habe mir meinen Vertrag gemacht und habe mir ein 1-Euro-Handy gekauft. Gut, es war jetzt vielleicht, ich weiß gar nicht, hat es damals schon iPhone gegeben? Ich weiß es nicht. Wird wahrscheinlich ein Samsung oder so gewesen sein. Ich habe anrufen können, mich haben die Menschen erreichen können, ich konnte texten, das war alles, was ich wollte. Irgendwann dann, glaube ich, sogar mit Internet. Und habe dann einfach 1 Euro für dieses Handy bezahlt und hatte dann irgendwie einen monatlichen Betrag von 40 Euro oder so. Ja? Das ist in Amerika nicht der Fall. Also unsere Rechnung jetzt, monatlich für 2 Handys mit Ultimate Plan, so dass man halt überall Internet hat und was weiß ich für eine Kacke, zahlen wir jetzt $180 mit Militär-Discount, was glaube ich 10% ist oder so. Ja, also es ist der Wahnsinn. Da könnte ich auch mal ein Video drüber machen, unsere Kosten in Amerika. Weil es gibt ja einige, die denken, ja, wir leben hier ins Haus und Braus und es kostet ja alles nichts und ist ja alles so günstig. Hell no! ja, auf jeden Fall $180 für unser Telefon, also für beide Telefone. Und da kann ich mich einfach dran erinnern, dass die Telefontarife mit Telefon in Deutschland bei weitem nicht so hoch waren. Und dann haben wir ja noch Internet hier im Haus, ja, also das ist ja auch nochmal separat von den Handys. Das hat ja damit nichts zu tun, das heißt, das ist auch nochmal eine Rechnung an sich. Und könnt ihr mir aber auch gerne schreiben, ja, ist es noch in meiner perfekten Welt so, dass das in Deutschland alles viel, viel günstiger ist und ja, oder ist es mittlerweile auch in Deutschland so, dass man da fast eine Hypothek aufnehmen muss für sein Haus, dass man ein Telefon hat und dass man erreichbar ist? So, dann machen wir weiter mit dem Thema Feiertage und zwar Thanksgiving und Weihnachten. Also, ich bin jetzt schon sehr, sehr oft von vielen gefragt worden, wie groß wird Weihnachten in Amerika denn eigentlich gefeiert? Und da kann ich euch sagen, also Weihnachten in Amerika ist eigentlich der 25. Dezember. Da wird morgens früh aufgestanden, es werden die Geschenke aufgemacht, es wird gefrühstückt und dann wird den ganzen Tag gechillt und halt so als Familie, ja, beisammen gesessen. Und am 26. ist schon wieder alles rum. Also es ist nicht so wie in Deutschland, dass am 24. Heiligabend ist und dann hat man noch 25., 26. als Feiertag, so dass man die komplette Familie abklappern kann. Man ist ja eigentlich 72 Stunden nur am Durchkauen und am Schlucken und am Fetter werden. Das hat man hier gar nicht so, weil
25. Weihnachten, 26. man geht raus und dann ist bei 8 von 10 Häusern eigentlich schon wieder alles abgebaut, was jetzt die Deko angeht. Ne? Es gibt so ein paar, die machen es dann noch bis Neujahr, aber so wie es jetzt bei uns ist zu Hause, bis zum 6. Januar, das machen hier die wenigsten Amerikaner. Und ich finde halt einfach auch, dass Weihnachten bei weitem nicht so groß gefeiert wird, wie zum Beispiel Thanksgiving. Also Thanksgiving ist ja in Amerika ein Fest, da kommt wirklich die ganze Familie zusammen, egal in welchem Staat man lebt. Das wird angefangen, Monate vorher zu planen, wer kocht was, wo wird Thanksgiving gefeiert. Und an Thanksgiving wird dann auch wirklich gekocht. Da bringt jeder irgendwie ein Tisch mit, ja, und es wird einen Tag vorher, wenn nicht sogar 2 Tage vorher, angefangen zu preparen, vorzubereiten und. Und da wird auch wirklich viel Zeit und Mühe reingesteckt. Und dann wird an Thanksgiving wirklich den ganzen Tag gegessen. Football wird von den meisten geschaut, es werden Spiele gespielt, man genießt die Zeit als Familie zusammen. Und Weihnachten in Deutschland ist eigentlich so das Pendant dazu, mit Familie und Zusammensein. Und in Amerika Weihnachten, da ist mir aufgefallen, gehen die meisten eigentlich essen. Also da wird gar kein großes Klimbim gemacht und groß gekocht und der bringt das und die bringt Zell und ne. Das ist hier gar nicht so. Also ich habe das Gefühl von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, dass Thanksgiving größer ist und dass sich da die Menschen mehr drauf freuen und auch mehr Mühe und Zeit reinstecken wie Weihnachten. Ja, und Thanksgiving wird ja in Deutschland, glaube ich, gar nicht gefeiert, so Erntedank, oder? Doch? Nee? I don't know. Aber wir sind halt so Weihnachtsmenschen, ja, und es wird Ende November wird angefangen zu dekorieren und so Adventskränze habe ich hier auch bis jetzt vielleicht bei einer Person mal gesehen, ja, also dass so jeden Sonntag ein Kerzchen angemacht wird, weil einfach Advent ist, oder auch so Adventskalender gibt's bei ganz, ganz wenigen. Santa Claus zum Beispiel, also Nikolausi am 6. Dezember gibt's hier gar nicht. Und ja, das sind einfach so die Dinge, die mir aufgefallen sind. Ostern, ja, so die richtig religiösen Menschen, ja, die machen eventuell etwas, oder die Eltern vielleicht für ihre Kinder, ja, so dass sie hier ein bisschen Ostereier suchen, aber auch da, das ist nicht so groß wie in Deutschland. Ich habe das Gefühl, dass Halloween größer ist und mehr gefeiert wird, wie jetzt zum Beispiel Ostern, ja. So Dinge wie Fasching gibt es ja auch nicht, ja, irgendwie vom 11. November bis zum irgendwas im Februar. Ich mag Fasching generell gar nicht. Da bin ich auch ganz froh, dass es diese Zeit hier nicht gibt. Aber ja, ist mir auch aufgefallen. Also Fasching wird nicht gefeiert. Halloween ist sehr groß. Thanksgiving ist, glaube ich, so das Größte. Weil ja dann auch der Tag nach Thanksgiving ist ja dann der Black Friday. Und das ist zum Beispiel ein Tag, da sparen sehr, sehr viele eigentlich das ganze Jahr drauf hin, um sich dann da die Sachen zu kaufen, die sie das ganze Jahr wollten, oder um ihre Christmas-Shopping zu machen. Und ja, ich denke, das ist dann einfach nochmal so ein schöner Übergang, ne, von diesem Thanksgiving dann in dieses Black Friday, weil dann geht in Amerika eigentlich auch die Holiday-Season los. So, jetzt haben wir mal die ganzen Sachen durch, die mit dem Haus an sich nichts zu tun haben. Das sind jetzt mal so die Dinge, die mir jetzt in den letzten Wochen, Monaten eingefallen sind. Wir sind eine Stunde dabei. Oh Gott, ich glaube gar nicht, dass mir das reicht. Aber ich versuche es jetzt durchzuziehen. Also, ich habe euch aufgeschrieben, was mir an deutschen Häusern aufgefallen ist und amerikanischen Häusern. Und es geht einfach mal los mit dem Thema Boden. Es gibt seltenst Fliesen. Bis vor 2 Wochen habe ich sogar gedacht, dass Amerikaner überhaupt keine Fliesen haben. Dass bei denen einfach alles
irgendwie mit Teppich oder mit Hardfloor oder mit diesem Fake, na, Parkett ist es hier nicht mal, dieses Linoleum oder wie das heißt, ausgelegt ist. Aber vor 2 Wochen habe ich tatsächlich ein Haus gesehen, wie mir da die Tür aufgemacht wurde. Es waren Fliesen. Es waren echte Fliesen. Ich war so neben der Spur, weil ich das in 7 Jahren Amerika nicht einmal gesehen habe. Und wie ich das meinem Mann erzählt habe, hat er auch gesagt, das ist anscheinend zu teuer. Ja, also die Amerikaner machen das nicht, weil das anscheinend zu teuer ist, weil das von der Hitze her, ich weiß es nicht. Aber ich kann euch sagen, Bodenbelag in Amerika ist eigentlich in den Schlafzimmern im oberen Bereich, wenn man so ein Two-Floor-Haus hat, ist oben immer Teppich, die Treppen sind immer Teppich, die Schlafzimmer, Kinderzimmer immer Teppich, Wohnzimmer auch ganz, ganz oft Teppich und dann hat man eigentlich nur den Eingangsbereich, den Küchenbereich und Dining Area, Esszimmer, ja. Je nachdem, wofür sich dann die Menschen entscheiden. Also oft ist es einfach dieses holzähnliche irgendwas. Also ich glaube nicht, dass es echtes Holz ist, was wir unten haben. Aber das ist einfach das, was man hier in den Häusern findet. Und mich persönlich, also wenn ich irgendwann mal ein Haus baue, bei mir sind, glaube ich, überall Fliesen und Parkett, weil ich das einfach schöner finde. Ich finde es leichter vom Reinigen. Ich finde es, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Teppich hat für mich immer so was Bedrückendes, ja, gerade wenn man Kinder und Tiere hat, weil dann hängen die Haare drin und dann wird vielleicht mal auf dem Teppich rumgemalt und Teppich hat für mich immer so was Dreckiges. Auch wenn ich hier immer alles so einmal im Monat, ne, mit meinem Teppichreiniger komplett sauber mache, dann liebe ich es auch barfuß zu laufen für 2 Tage und dann ist auch schon wieder Tuck. Aber ich mag einfach diese Hard Floors, da ja, zack, drüber gewischt und sauber ist und gut ist die Luzi. Also Teppich, ganz groß in Amerika, diese Hardwood Floors, diese Plastik Floors oder zum Beispiel eine Holztreppe. Ich habe hier noch nie eine Holztreppe gesehen. Immer sind die Stufen mit Teppich überzogen. Ich hasse es. Ich hasse es. Küche, ja, in Amerika ist es so, egal ob Haus oder Apartment, es kommt immer mit Küche. Ich weiß noch, wie ich meinem Mann damals erzählt habe, wie er frisch nach Deutschland kam, wobei mittlerweile ist es, glaube ich, auch nicht mehr so, aber es hat ja mal eine Zeit in Deutschland gegeben, da ist man irgendwo eingezogen und dann war da keine Küche drin, wie mein Mann gefragt hat, ja, wie, da ist keine Küche drin, du musst doch kochen, du musst doch... Ja, aber du musst dir die Küche... Oh, kleinen Moment bitte. Hallo? Okay, das war nicht für mich gemeint, aber gut. Ja, auf jeden Fall, wie ich meinem Mann damals erzählt habe, dass es Apartments gibt und Häuser gibt, da zieht man ein und da ist keine Küche drin, ja, die muss man sich einfach selbst kaufen. Ja, und dann? Ja, wenn du ausziehst, nimmst du die Küche wieder mit, außer es ist halt irgendwie mit dem Nachmieter geregelt, dass er die Küche übernimmt. Also das fand ich damals sehr, sehr lustig, dass mein Mann das überhaupt nicht gekannt hat. Und das ist hier einfach etwas, du ziehst in ein Haus ein und da ist eine Küche, ja. Und wenn dir die Küche nicht gefällt, dann hast du ein Problem, weil die Küche gehört einfach dem Eigentümer, egal ob jetzt von Apartment oder Haus, die kannst du da nicht einfach rausreißen und kannst da deine eigene Küche reinsetzen. Kannst schon, gibt wahrscheinlich Ärger. Nee, also das gibt's hier nicht. Und dann zum Thema Küche muss man auch dazu sagen, also gerade was jetzt die Öfen und die Kühlschränke angeht, die sind halt bei weitem größer wie das, was man in Deutschland bekommt. Also hier muss halt überall, ne, ein Turkey reinpassen, am besten 3 Turkeys nebeneinander, natürlich für Thanksgiving und so. Und also was die Geräte an sich angeht, ich finde auch Waschmaschine und Trockner, das ist ja alles viel massiver und viel größer, weil in die Waschmaschine muss ja dann auch der Comforter und die Sheets, also alles, was so mit dem Bett zu tun hat, das ist nochmal ein anderes Thema, da kommen wir dann nachher drauf. Das ist alles viel größer und das muss da einfach reinpassen. Von daher, die Maschinen hier in Amerika sind viel, viel massiver wie in Deutschland.
dann ist es auch so, eigentlich kommt mit jeder Küche, also das, was ich bis jetzt gesehen habe, das, was wir jetzt auch schon hatten, kamen alle Küchen mit einem Müllzerkleinerer. Also man hat dann zwei Spülen, auf der einen Spüle ist nix und auf der anderen Spüle oder in der anderen Spüle, da kann man dann halt so seine Abfallreste, ne, das, was zum Beispiel auf dem Teller ist oder so, kann man dann abspülen und dann macht man so ein Knöpfchen an und dann wird das halt alles zerkleinert und dann nimmt man das Geschirr und macht das in die Spülmaschine. Spülmaschine ist etwas, wird in Amerika nicht ganz so oft verwendet wie in Deutschland, habe ich das Gefühl. Also alleine hier auf dieser Community kenne ich 8 Menschen, die eine Spülmaschine haben, weil auch Küchen, die kommen einfach immer mit Spülmaschine. Die verwenden ihre Spülmaschine nicht. Nein, die verwenden ihre Spülmaschine als Abtropf-Situation für ihr Geschirr, wenn sie ihr Geschirr abgespült haben, weil ganz viele mir jetzt schon erzählt haben, sie haben einfach ja, das Gefühl, dass eine Geschirrspülmaschine das Geschirr nicht so sauber macht, wie von der Hand gereinigt. I don't know. Ich kann auf keine Spülmaschine verzichten. Das gehört für mich einfach dazu. Ich glaube, ich würde sterben, wenn ich da jeden Tag stundenlang Geschirr spülen müsste. Ich hasse Geschirrspülen. Ich liebe es, mein Haus zu putzen. Es gibt viele Dinge, die mache ich gerne. Ich sauge euch 8 Stunden lang das Haus mit einer Freude. Aber Geschirrspülen, das ist jetzt nicht so meins. Natürlich mache ich es. Aber ich vergöttere meine Geschirrspülmaschine, die wird zwar alle 2 Wochen wird die sauber gemacht und die wird sich gekümmert, ja, dass es der gut geht, dass sie immer fit am Start ist. Aber das ist mir jetzt auch schon aufgefallen, dass viele Amerikaner ihre Geschirrspüle nicht im altmodischen Sinn verwenden, ja, also so richtig mit Wasser und nee, da wird das Geschirr abgespült und dann kommt es da einfach rein zum Abtrocknen. Genau, dann geht es weiter, Badezimmer, Toilette. Da habe ich aufgeschrieben, dass man immer diesen einen Nupsi hat an der Toilette. Wisst ihr, wie ich meine? In Deutschland mittlerweile gibt es ja diese Toiletten, da hat man diesen kleinen Schalter, wenn man Pipi war, und man hat den großen Schalter for number 2. Und das hat man hier nicht. Man hat immer einen Nupsi. Und egal, ob man jetzt 3 Tropfen reingepullert hat, ja, oder so einen Haufen, wenn man drückt, kommt immer die gleiche Menge an Wasser raus. Und ich finde das einfach sehr verschwenderisch, weil manchmal braucht man ja gar nicht so viel Wasser. Und das ist für mich einfach was, das sind die Amerikaner komplett hinten dran. Ja, total unmodern, nicht aktualisiert, nicht auf dem neuesten Stand, weil das habe ich in Amerika, also selbst in ganz neuen, neu gebauten Häusern, habe ich das noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es diese One-Two-Situation in Amerika überhaupt gibt. Also, ja, würde ich mir wünschen, einfach zum Sparen von Wasser. Genau, dann die Toilette ist auch oft abgetrennt und nicht direkt mit im Badezimmer im Master Bathroom. Ja, also man hat ja das Schlafzimmer, Master Bathroom, Master Bedroom, und da ist immer noch ein Badezimmer mit angeknüpft. Das kommt immer so zusammen. Und in diesem Badezimmer, was ich persönlich sehr gut finde, ist zu 90%, 95% die Toilette immer nochmal abgetrennt, was ich sehr gut finde. Weil gerade morgens, wenn man sich dann am Fertigmachen ist und der eine muss auf den Pott, ja, und der andere geht aber schnell mal duschen. Ich mag das nicht, wenn bei mir jemand mit im Badezimmer ist. Mag ich einfach nicht. Wir haben hier jetzt natürlich den großen Luxus, dass wir mehrere Toiletten und Badezimmer haben. Also sollte es da nicht funktionieren, dann geht man entweder bei Lauren oder wir haben unten noch ein Gäste-WC. Das ist jetzt natürlich ganz großer Luxus, den wir hier haben. Aber einfach, dass ihr versteht, Master Bedroom, das Schlafzimmer, kommt immer mit einem eigenen Badezimmer. Und da finde ich es einfach gut, dass die Toilette abgetrennt ist und nicht noch mit im Badezimmer. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Ja, dann kommen wir zu einem Thema. Oh, Leute, nach 7 Jahren Amerika, ich habe mich nicht dran gewöhnt, ich werde mich nicht dran gewöhnen.
Es gibt sehr, sehr selten Fenster im Badezimmer. Ja, also in Hawaii. Okay, in Hawaii hatten wir Glück, unten im Gästezimmer, da hatten wir ein Fenster. Oben bei uns im Master Bathroom hatten wir ein Fenster. Und dann hatten wir ja noch das extra Badezimmer, was damals mein Badezimmer war. Da war zum Beispiel kein Fenster drin. In Missouri war es so, da hatten wir 2 volle Badezimmer und ein Gäste-WC und da hatten wir in keinem Badezimmer ein Fenster. Und das ist einfach etwas, was mich stört. Also gerade im Sommer, ja, ich brauchte das Fenster aufmachen, dass eine frische Brise reinkommt. Nach dem Duschen, wenn es dann alles so neblig ist und so feucht, Fenster auf, ja, dass es rauszieht, dass da auch nichts schimmelt. Die Amerikaner haben das ja so gehandhabt, dass es überall Lüftungen gibt. Also so, dass man, wenn man dann die Lüftung anmacht, dass das einfach rausgezogen wird. Aber erstens macht es einen Heidenlärm und zweitens hat man einfach nicht diesen Cool Breeze-Effekt, so dass, ne, dass das einfach sofort abzieht. Ich mag das nicht. Bei mir müssen Badezimmer Fenster haben. Das bin ich so gewohnt. Ich weiß, auch in Deutschland gibt es viele Badezimmer, die kein Fenster haben, aber in Amerika nochmal viel, viel, viel mehr. Also da ist es wirklich ganz großes Glück, wenn man da Badezimmer findet, wo Fenster eingebaut sind. Und dann auch Fenster, die man benutzen kann. Weil wir haben zum Beispiel hier in unserem Badezimmer, wir haben ja getrennte Toilette. Getrennte Toilette hat ein Fenster und dann haben wir das Badezimmer. Und da ist ja auch ein riesen Fenster eingebaut, aber das ist unfunctional, ja, also das kann man nicht aufmachen. Das ist einfach nur, ich denke mal, für Tageslicht oder so. Tageslicht ist zum Beispiel auch noch ein Grund, wenn man sich morgens fertig macht, ja, und man hat dann immer dieses künstliche Licht und dann sieht man immer so aus, als ob man Hepatitis C hat, weil es ist alles so gelb und ich brauche ein Fenster in meinem Badezimmer. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz großes Kriterium, ob ich mich für ein Haus entscheide oder nicht, weil ich drehe euch da durch. Wenn ich auf einer Toilette sitze und es ist kein Fenster da, ich habe das Gefühl, ich kann nicht atmen, ich werde eingedrückt, ich mag es nicht. Also das ist in Amerika viel mehr wie in Deutschland. So, dann um Gottes Willen. Leute, ich sag's euch. Wie ich damals von Deutschland nach Amerika gekommen bin, wir waren ja erstmal 4 Wochen in einem Hotel. Ne? Wir sind in diesem Hotel angekommen und ich wollte duschen und ich stehe unter der Dusche und denke, was ist das denn? Ja, hier, Duschkopf. Ne? Duschkopf, also nur Duschkopf, nichts Schlauch, so absprüht, nur Duschkopf, wisst ihr, oben, fest, kann man nicht abmachen. Da habe ich gedacht, ja, scheiße, ja gut, ist jetzt halt Hotel, ne? Hältst du die Fluppen dicht, wenn du dann in deinem Haus bist, dann hast du wieder hier Duschkopf mit Schlauch, sodass du abschlauchen kannst. Hm. 4 Wochen Hotel, endlich in unserem Haus eingezogen. Ich habe mich auf diese Dusche gefreut, wie ein Schnitzel, sag ich euch. Also das war, glaube ich, so das größte Highlight für mich an diesem Haus. Duschen mit Schlauch. So überall abspritzen, dass man auch in jeden Winkel kommt, an jedes Loch, dass alles sauber ist. Und ich stehe in diesem Badezimmer und was sehe ich? Duschkopf. Aber kein Schlauch, Schätzeleins. Also, das ist absoluter Luxus hier. Ja, das muss man sich selber kaufen und wir haben, glaube ich, mittlerweile 5 Armaturen. Jedes Mal, wenn wir umziehen, kaufen wir einen neuen dazu oder der alte wird aussortiert. Tatsache ist für mich, dass Duschen nur mit Duschkopf, so dass man das Ding nicht abmachen kann. Ihr steht da und das Wasser prasselt auf euch, aber das war's dann auch. Das ist für mich keine Situation. Das ist für mich der größte Graus, den man sich vorstellen kann. Weil erstens habe ich das Gefühl, ich werde nicht sauber. Zweitens habe ich das Gefühl, ich kriege meine Dusche nicht sauber. Weil mit diesem Schlauch, wenn man das dann so abnehmen kann, dann kann man ja auch alles, die Wände und die Duschwand und so Fenster und das kann man ja dann alles sauber machen. Mit diesem Duschkopf, nur Duschkopf, ohne Schlauch, kann man das ja nicht. Wisst ihr, wie bescheuert ich ausgesehen habe,
wie ich damals mein Bad geputzt habe. Mit Eimer bin ich da gestanden, habe mir dann den Eimer zur Hälfte volllaufen lassen, weil ganz voll, das wäre zu schwer gewesen, und musste das dann immer so überall hinschütten, ja, dass auch überall Wasser hinkommt, dass ich meine Duschseiten sauber bekomme. Ich habe ausgesehen wie Oompa Loompa, total durch. Ich konnte es nicht nachvollziehen, dass Amerikaner nicht diesen Wasserschlauch haben, dieses Gedöns, dieses komplette Armaturending. Wie macht man sich denn als Frau gewisse Situations sauber? Dann nimmt man doch den Duschkopf. Aber, wisst ihr, den kann ich ja nicht abmachen. Oh, ich sag's euch. Ja, und mittlerweile habe ich einfach mitbekommen, weil jeder hier, 1, 2, 3, 4 von unseren Nachbarn haben gesehen, was wir hier für eine Badezimmer-Situation haben. Und alle 4 sind zu Lowe's und haben sich dieses Ding gekauft. Und alle 4 hätten mir am liebsten die Füße und den Popo geküsst, weil die diese Dinger überhaupt nicht gekannt haben. Ja? Wo ich mir noch denke, Leute, ihr habt Kinder zu Hause, ihr habt Hunde zu Hause. Wie macht ihr denn eure Kinder und Hunde sauber, wenn ihr nur diesen Duschkopf habt? Da kann man doch überhaupt nicht an den Bauch ran vom Hund oder hinten an den Bauch. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist auf jeden Fall ein Standard bei den Amerikanern, dass Duschen mit diesem Duschkopf kommen, den man nicht abmachen kann. Und das ist für mich der größte Kraus, den es auf dieser Welt gibt. Also ich lasse mich auf viele Dinge ein, sage ich euch ganz ehrlich. Ja? Hier diese Teppich-Situation oder auch diese Stainless-Steel-Scheiße, die ja jetzt auch jeder bei sich hat. Also diese Geräte mit dem Stahl, ja, was ja alles so toll aussieht. Ja, ganz große Kacke ist das, weil man sieht jeden Fleck drauf, jeden Fingerprint, jeden alles. Man kann das Ding gehen, oder die Dinger, ich habe ja Spülmaschine, Herd, Mikrowelle, riesen Kühlschrank, kann ich jeden Tag einmal abreiben. Weil, wenn ich dann sowas habe, dann muss das bei mir auch sauber sein. Und das gibt's ja bei den Amis jetzt nur noch, ja. Also nur noch diese Stainless-Steel-Scheiße. Sogar da lasse ich mich noch drauf ein, dass ich das jeden Tag sauber machen muss, so dass das für mich schön aussieht. Aber diese Duschkopf-Situation, hell fucking no. Mm-mm. Also, das gibt es bei mir nicht. So. Duschkopf ist meistens fest. In Deutschland hat man die Schläuche, genau. Es sind oft eingebaute Schränke im Bad als Stauraum. Ja, also wenn man zum Beispiel 2 Badezimmer hat, dann hat man eigentlich in einem Badezimmer wie so einen Vorratsschrank. Der ist dann auch immer ein bisschen größer. Den kennt ihr von mir auch in unserem Badezimmer. Da haben wir unsere ganzen Handtücher drin, da habe ich meine Backups drin. Man hat gewisse Tools drin. Das ist einfach nochmal ein Schrank, der im Bad eingebaut ist, der also keinen Platz wegnimmt, weil der so in der Wand drin ist. Der super, super, wie heißt es? Super, super, wie heißt es? Boah. Mir fällt das Wort nicht ein, Leute. Ding, 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 ding. I don't know. Aber ihr wisst, was ich meine. Weil das einfach jede Menge Platz spart. Ja, das sind auch so Dinge, da muss man sich bei einem Umzug, und wir ziehen ja sehr, sehr oft um, muss man sich da keinen Kopf machen. Also so gewisse Dinge wie Vorratsräume, Kleiderschränke. Ja, wir haben ja überall diese eingebauten Kleiderschränke. Mal hat man das Glück, die sind ein bisschen größer, mal hat man das Pech, die sind ein bisschen kleiner. Aber man muss bei einem Umzug nicht auch noch Kleiderschränke abbauen und mitnehmen. Und Stauräume an sich finde ich in den amerikanischen Häusern wirklich sehr, sehr gut geplant und umgesetzt, weil man merkt es gar nicht. Man sieht einfach eine Tür, ja, dahinter kann eure Heizung sein, dahinter kann die Klima sein, dahinter kann ein Vorratsraum sein, man weiß es nicht, aber es ist einfach nicht offen und es ist immer vom Floorplan her immer sehr, sehr gut geregelt. Also alle Häuser, die ich bis jetzt gesehen habe, und da muss ich ja auch noch dazu sagen, wir haben uns ja auch sehr, 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 sehr viele Häuser angeschaut,
weil wir nochmal umziehen wollten, ja, waren am Überlegen, ob wir kaufen, haben uns in Missouri ganz viele Häuser angesehen. Also ich spreche jetzt nicht immer nur von den drei Häusern, in denen wir dann tatsächlich gelebt haben. Nein, weil wir haben ganz, ganz viele Häuser gesehen. Und ja, also diese Stauraum-Situation und wie das immer alles geplant ist und aufgeteilt ist, finde ich bei den Amerikanern wirklich sehr, sehr gut. Diese begehbaren Kleiderschränke und in der Küche hat man dann auch noch ganz oft, wir haben es jetzt in diesem Haus nicht, aber in Missouri hatten wir es, in Hawaii hatten wir es, diese großen Vorratsschränke in der Küche zum Beispiel. Super, sehr, sehr praktisch. Genau. Stauraum im Haus, generell für Putzmittel, Handtücher, Bettzeugs. Genau. Ja, dass man da eben zum Beispiel in seinem Kleiderschrank nicht noch Platz machen muss für Handtücher und Betttücher. Deswegen haben wir hier um die Ecke rum, zeige ich euch dann nachher, nochmal einen extra Raum, ja. Da sind meine ganzen Putzmittel drin. Wenn man jetzt nicht so viele Putzmittel hätte wie ich bin da so ein kleiner Junkie, dann könnte man da wahrscheinlich auch noch Handtücher reinmachen und Bettzeugs und. Aber das ist bei mir einfach woanders platziert. Aber es ist schon sehr, sehr gut gemacht. Dann habe ich, es gibt eigentlich immer ein extra Zimmer für Waschmaschine und Trockner oder zumindest einen abgetrennten Teil. Ja, also in dem Haus in Missouri, da hatten wir ja ein Laundry Room. War fantastisch, ja, also das war wirklich ein Wäschezimmer, da hatte man dann auch noch ein Waschbecken drin und oben die Ablage, ja, so dass man da einfach Waschmittel und die ganzen Sachen abstellen konnte. Man ist also von der Garage reingelaufen, konnte da dann zum Beispiel auch die Schuhe ausziehen, ja, so dass man nicht mit dreckigen Schuhen ins Haus reingelaufen ist. Also war fantastisch. Ein Wäschezimmer, Wäscheraum ist auch etwas, was mir hier sehr fehlt, muss ich sagen. Hier haben wir ja nur diese Abtrennung, diese zwei Türen und wenn man dann aufmacht, dann sieht man einfach Waschmaschine und Trockner. Und da muss ich einfach sagen, durch das, dass es hier oben ist und dass es jetzt kein eigener Raum für sich ist, also wenn ich am Wäsche waschen bin, das komplette Haus vibriert halt, ne? Weil es ist oben, es ist sehr klein, es ist... Die Ablage ist sehr weit hochgesetzt, so dass ich da zum Beispiel gar nicht rankomme, dass ich da wirklich nur Dinge draufstelle, die ich sehr, sehr selten brauche. Also Waschmittel und so ist bei mir da auf dieser Ablage gar nicht abgesetzt, sondern einfach hier in diesem Vorratsraum. Aber das ist halt etwas, das ist schon großer Luxus, wenn man so einen abgetrennten Bereich hat für Waschmaschine und Trockner oder noch größerer Luxus, wenn man dann wirklich ein Wäschezimmer hat, einen Wäscheraum, weil... Waschmaschine in der Küche sieht man in Amerika, glaube ich, gar nicht. Nein, also ich habe es bis jetzt noch nicht einmal gesehen. Ich weiß, in Deutschland haben das sehr viele, haben dann so eine Blende vorne dran, dass man das überhaupt nicht erkennt. Es könnte auch ein Schrank sein. Aber ich glaube, alleine von dem Abfluss her und wie das in Amerika gemacht ist, ist das, glaube ich, gar nicht, funktioniert das, glaube ich, gar nicht. Ich könnte auch falsch liegen, aber ich habe es bis jetzt wirklich noch nicht gesehen. Aber diesen Wäscheraum, abgetrennten Raum für Wäsche, ganz, ganz toll. Und dann ist natürlich auch immer eine Türe davor, ja, klar, bei einem Raum an sich ist eine Türe mit dabei, kann man also zumachen, auch wenn da jetzt mal ein bisschen Chaos ist, ne, wenn man jetzt vielleicht drei Ladungen Wäsche hat und die Wäschekörbe stehen rum, zack, Türe zugemacht, sieht keine Sau, auch hier, wenn ich dann meine Wäsche zusammengelegt habe und es steht noch alles oben auf der Waschmaschine drauf oder drüben auf dem Trockner, weil mein Mann zum Beispiel seine Sachen noch nicht weggeräumt hat, zack, Türe zu, sieht sauber aus. Finde ich klasse. Amerikaner schmeißen immer alles in den Trockner. Solche Dinge wie Wäscheleinen und Wäscheständer sieht man hier ganz, ganz, ganz selten. Es gibt, glaube ich, auch niemand in Amerika, der keinen Trockner hat. Das ist so wie ein Grill, ja. Also das ist must have, ja. Es wird alles in den Trockner reingeschmissen. Wäscheleinen habe ich vielleicht zweimal in meiner Amerika-Laufbahn gesehen. So, dass jemand was in den Garten gehängt hat, aber das ist ganz, ganz, ganz selten. Also selbst bei 40 Grad draußen, so dass man die Wäsche eigentlich nur
für eine Stunde oder so raushängen müsste, ja, und es wäre alles trocken. Nein, Amerikaner knallen das in den Trockner rein, weil, ja, erstens ist es dann halt auch faltenfrei, ja, man kann es sofort zusammenlegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Dinge wie Handtücher und Bedsheets, ja, ich liebe das im Sommer, wenn ich das draußen trocknen kann, weil ich finde draußen in Kombination mit dem Waschmittel und dem Wind, der dann geht, bekommt die Wäsche nochmal so eine ganz eigene, so einen ganz eigenen Duft, den ich einfach sehr, sehr gerne mag. Und ich werde oft blöd angeschaut, wenn ich dann rauslaufe mit meinem Wäscheständer, ja, den ich jetzt, glaube ich, seit 14 Jahren oder so habe, der auch schon ein bisschen mitgenommen aussieht, aber er erfüllt seinen Zweck, er funktioniert, er ist ein bisschen schief, aber it's all good. Ich werde ein bisschen komisch angeschaut, wenn ich dann da meine Wäsche aufhänge, ja, und ich werde gefragt, hä, warum schmeißt du es nicht in den Trockner? Erstens, Strom zu sparen, ja, zweitens, es ist heiß, kann man aufhängen, ist trotzdem innerhalb von einer Stunde trocken und ich mag einfach diesen Duft. Aber Trockner ist etwas in Amerika, da, das findet man, glaube ich, in jedem Haushalt. Ja, dann das nächste. Türen haben immer einen Knopf, könnt ihr da erkennen, ne? Und keinen Henkel, wie in Deutschland, sodass man so runterdrückt und dann geht die Türe auf. Und diese Türen, die haben auch eine Lock, ja, sodass man das so umdreht und dann ist die Türe geschlossen. In Deutschland ist es ja oft so, dass es dann mit einem Schlüssel kommt. Was ich persönlich gerade mit Kindern viel, viel praktischer finde, weil dann kann man den Schlüssel einfach rausziehen und man muss sich keine Sorgen machen, dass sich das Kind in dem Zimmer irgendwo einschließt. Hier ist es so, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehabt, weil Klein Mäuschen macht mittlerweile die Türen auf und zu. Und sie weiß auch ganz genau, wie das mit der Lock funktioniert. Aber wenn sie dann meint, sie muss hier ihre 5 Minuten haben, dann schließt sie ab und denkt, wir kommen nicht rein. Yes, I can. Einfach mit einem Schraubenschlüssel oder mit einem Schraubenzieher dann da in die Mitte rein und dann kann man das umdrehen. Und dann kann man die Türe auch wieder öffnen. Das ist auch etwas, das gefällt mir nicht. Erstens, ich finde es nicht schön, ja, so ein rundes Ding. Mir gefallen diese typischen Henkel einfach besser. Und wie gesagt, ne, mit Schlüssel und so. Und in Deutschland, also man hat ja dann den Henkel und dann noch das Schloss, ja. Gefällt mir einfach besser. Mir gefallen auch deutsche Steckdosen und Lichtschalter einfach besser. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich das 29 Jahre lang so hatte oder ob mir das ja, mir kommt es halt einfach immer alles sehr, sehr billig vor bei den Amerikanern, ja, also auch wenn wir gerade beim Thema billig sind, viele Arbeiten werden in Amerika bei weitem nicht so ausführlich und so schön und so sauber gemacht wie in Deutschland. Zeige ich euch nachher auch gerne ein paar Beispiele. Ich finde, in Amerika wird sehr, sehr unordentlich, unsauber und sehr schlampig gearbeitet. Gerade was Fußleisten angeht. Also es tut mir leid, aber wenn ich eine Fußleiste in einem Raum setze, und ich rede jetzt nicht von den Fußleisten hier an der Seite, sondern in einem Raum, um diesen Teppichübergang zu verschönern, dann muss meiner Meinung nach der Teppich eben auch unter dieser Fußleiste sein und nicht nebendran, sodass man so eine richtige Ritze hat, dass man bis zum Beton runterschauen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Und da spreche ich wirklich von allen Häusern, die ich jetzt bis jetzt gesehen habe, in denen wir gelebt haben, die wir uns angeschaut waren, die neu gebaut waren. Nagelneu. Ich finde, amerikanische Bauweise ist schlampig und bei vielen Dingen sieht es auch sehr, sehr billig aus. Egal, ob das die Malerarbeiten sind. Also man findet überall, in jedem Haus findet man Malerflecken, weil da nichts abgeklebt wird, so wie in Deutschland. Ich weiß, in Deutschland, da kommt die Ordnung durch, da kommt unten, da wird alles abgeklebt, dann werden die Seiten werden mit Tape abgeklebt. Wisst ihr, da ist einfach Ordnung dahinter. Und in Amerika ist es, ja, komm, drüber und dann, oh, scheiße, was auf dem Boden gelandet. Hier, gehen wir mal mit einem Handtuch drüber. Und dann hängt es aber noch so in den Rillen drin und dann wird es auch nie mehr richtig also es wird nie richtig sauber gemacht. Und es gibt so viel,
was mir hier aufgefallen ist, was das Ganze angeht, wo ich einfach sage, nein, also amerikanische Bauweise ist bei weitem nicht so gut wie deutsche Bauweise. Da geht es mit der Isolation weiter, habe ich mir auch aufgeschrieben. Alles, was Wände, Türen und Fenster angeht, das ist alles so dünn verarbeitet hier. Also, dass diese Häuser überhaupt so lange stehen, wie sie manchmal stehen, wundert mich wirklich. Es werden überall Häuser hier momentan gebaut, sodass man wirklich vom Grund auf sehen kann, wie diese Häuser entstehen. Ganz wenige zum Beispiel haben auch einen Keller. Ja, ganz, ganz wenige Menschen haben einen Keller. Und da ist hier dann nichts mit dieser, wie heißt es denn, dieser Isolierwatte. Kennt ihr das? Ja, ne? Also es werden ja die Häuser gebaut, dann werden die Wände gezogen, dann kommen in die Wände, kommt diese Isolierwatte, ja, dann kommt ja diese, ich sollte es wissen, denn meine Mama ist ein Profi, die schreibt jetzt wahrscheinlich auch in die Kommentare, diese Wand, die dann dahin kommt, wisst ihr? Also, man hat den Rahmen, dann kommt die Isolierwatte oder dieses Isolierzeug, dann kommt, wie heißt es denn, was da drauf kommt? Und das ist hier nicht. Man hat hier Rahmen und dann einfach Holzwände und zugeballert und das war's. So, ihr Mäuse, jetzt mussten wir doch gezwungenermaßen eine Pause machen, denn meine Speicherkarte war voll. Ich habe also schon eine ganze Menge mit euch gequatscht und wir sind noch gar nicht durch. Es könnte auch sein, dass euch jetzt so ein bisschen Reis entgegenkommt, weil ich musste jetzt nämlich erstmal alles rüberziehen auf den Computer, damit ich die Speicherkarte leeren kann. Habe jetzt somit eine kurze Pause gemacht, habe etwas gegessen, was getrunken und habe ein bisschen die Klima angemacht, sodass hier wieder, ne, ein bisschen kühler ins Haus kommt. Ich bin euch nämlich vorhin davon geschwommen. Ich weiß nicht, ob ich das ganz professionell überdeckt habe, aber es war heiß. Ja? So, meine Lieben, jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, wo wir vorhin genau stehen geblieben sind. Ich meine irgendwie bei der Isolierung, ja, dass ich mal wieder nicht auf dieses Wort gekommen bin. Wie in Deutschland die Häuser aufgezogen werden im Vergleich zu Amerika. Tatsache ist auf jeden Fall, dass die Isolierung in Amerika ein absoluter Flop ist. Und das war bei uns in Hawaii. Wobei in Hawaii, da hatten wir ja eine konstante Temperatur. Es war immer heiß. So dass uns das jetzt gar nicht so sehr aufgefallen ist. Das erste Mal, wie wir das richtig realisiert haben, war in Missouri. Da war auch meine Mama da. Und eben auch hier. Ja, Tatsache ist, dass durch diese ganz schlechte bis gar keine Isolierung, die wir in diesen amerikanischen Häusern haben, gerade zu kalten Jahreszeiten ständig die Heizung haben laufen müssen. Und da kommen wir dann schon zu dem nächsten, was ich mir aufgeschrieben habe. Das ist einfach dieses Heizlüftungssystem. Wir in Amerika haben nicht diese Heizkörper wie in Deutschland, so dass man in jedem Zimmer einen Heizkörper hat, dass man jedes Zimmer regulieren kann. Im Badezimmer möchte ich es kalt, im Schlafzimmer möchte ich es warm, sondern wir haben hier ein Lüftungssystem oben und ein Lüftungssystem unten, was mit einem Regulator funktioniert. Das setzt man dann also die Temperatur ein, die man haben möchte. Und wenn es dann halt zu kalt wird, springt die Heizung an. Und wenn es zu warm wird, springt die Klimaanlage an. So, das Problem ist aber, dass ich im Schlafzimmer eigentlich immer mit offenem Fenster geschlafen habe, egal ob bei minus 10 Grad oder plus 40. Und hier ist es dann einfach so, wenn ich jetzt zum Beispiel im Sommer, wie jetzt gerade hier in diesem Zimmer, die Fenster offen habe, weil ich frische Luft möchte, nicht, dass bei uns hier eine große Luftbrise vor sich hin briest, wird es in diesem Zimmer warm und dann geht es einfach an diesen Sensor und dann springt die Klimaanlage an und die Klimaanlage ist dann für den kompletten oberen Bereich. Also ich habe hier oben 75 Degrees Fahrenheit und unten habe ich, glaube ich,
77 Degrees, weil unten ist es ein bisschen kühler oder es fühlt sich zumindest ein bisschen kühler an, weil da nicht ganz so viel Sonne reinkommt, wie jetzt zum Beispiel hier in diesem Zimmer. Aber versteht ihr meine Problematik, dass das einfach auch wieder jede Menge Energieverlust ist? Im Winter ist es dann einfach so, dass alle paar Minuten die Heizung anspringt. Und für die Zeit, wie die Heizung dann auch gerade am Laufen ist, ist es auch warm. Aber die Heizung geht ja dann wieder aus, wenn sie dann ihre Temperatur erreicht. Und innerhalb von wenigen Minuten kühlt es sofort runter, weil durch die schlechte Isolierung von Türen und Fenstern zieht die Hitze, die Kühle, egal ob das jetzt Klima oder Heizung ist, zieht es einfach davon. Und somit wird dann ständig reguliert, ja? Im Sommer wird dann ständig die Klima angekickt und im Winter wird ständig die Heizung angekickt. Und es ist dann auch nicht so wie in Deutschland mit einem Heizkörper, dass man das jetzt auf 3 stellt und dann hat man diese konstante Wärme, bis man sagt, okay, jetzt ist es genug und dann schalte ich das aus. Und vor allem so ein Heizkörper ist ja auch ruhig. Ja, den hört man ja gar nicht, außer da ist jetzt zu viel Luft und Wasser drin, ja, dann kluckert es so ein bisschen, dann muss man halt die Luft rauslassen und dann ist auch wieder gut. Aber hier, egal ob Klima oder Heizung, man hat halt ständig dieses, ne, man hört immer diese Luft, immer diese Luft. Und das ist auch was, also das geht mir also wirklich auf die Nerven. Natürlich ist es ein ganz, ganz großer Luxus, was heißt Luxus, also... Wir zahlen ja dafür, ne? Das ist ja nicht so, dass wir Heizung und Klimaanlage umsonst bekommen, aber Klimaanlage ist etwas Schönes zu haben, gerade bei den Temperaturen, die wir hier haben, wo wirklich sehr tropische Temperaturen, wo dann auch noch diese feuchte Hitze mit dazu kommt. Man läuft aus dem Haus raus und man hat echt das Gefühl, man wird von der Hitze angesprungen. Es ist also schön, das Haus immer kühl zu halten. Und im Sommer, muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich da gar nicht so das Problem mit. Aber der Winter stört mich, weil ich möchte zum Beispiel, dass es bei Lauren im Zimmer warm ist. Ja, und ich hätte es bei mir im Schlafzimmer halt gerne kühl. Und das geht aber nicht, weil wenn ich bei mir im Winter bei 3 Grad das Fenster aufmache und aber die Klima am Laufen habe, so, weil ich ja möchte, dass es bei kleinen Mäuschen im Zimmer warm ist, ist die Heizung halt ständig am Laufen. Wenn ich jetzt Klima gesagt habe, dann I'm sorry. Ich meinte die Heizung im Winter, ja? Weil bei ihr möchte ich es warm, bei mir möchte ich es eigentlich kalt. Wenn ich dann aber das Fenster aufmache, ja, dann geht ja die Temperatur runter und dann der Sensor und dann ist halt ständig die Heizung am Laufen. Und das ist so ein Energieverlust. Kann ich euch auch sagen, also im Winter haben wir für Heizung $150, $160 im Monat bezahlt, ja. Und im Sommer liegen wir eigentlich weit unter dem, was andere bezahlen, weil wir die Klima nicht so runtergeschraubt haben. Wie gesagt, bei mir hier oben habe ich es auf 75 Degrees, unten habe ich es auf 77 Degrees. Und bei allen anderen weiß ich, die sind irgendwie im 60er-Bereich. Und umso weiter runter, umso mehr gekühlt oder geheizt werden muss, umso höher ist ja auch eure Rechnung. Und im Sommer letzten Jahr waren wir so guter Durchschnitt mit $120, $125 im Monat. Und im Winter war es dann einfach ein bisschen mehr, weil man sich wirklich die Flossen abgefroren hat, wenn man nicht die Heizung anhatte. Und das ist also was, das stört mich ganz extrem. Also habe ich irgendwann ein Haus, hätte ich irgendwann ein Haus, würde ich mir ein eigenes Haus bauen. Ich wäre zum Beispiel auch jemand, ich hätte Fußbodenheizung. Ja, ich liebe Fußbodenheizung im Winter, wenn man drüber läuft. Man kann barfuß laufen, man kann Strümpfe anhaben und man hat immer warme Füße. Ich finde, das ist so ein schönes Gefühl. Ja, und dann gerade auf Fliesen und ne, das sind wir dann wieder bei dem Teppichthema, bei dem wir vorhin waren. Also dieses Lüftungsheizsystem finde ich ganz, ganz große Kacke in Amerika, weil das einfach ein ganz hoher Energieverlust ist. Und wäre in jedem Zimmer ein Heizkörper so, dass man das separat regulieren könnte, fände ich das viel, viel, viel besser. Ja, dann nochmal zum Thema Fenster, also von der Isolation weg, ne? Da sind wir jetzt lange genug drauf eingegangen. Das nächste, was mir an den amerikanischen Fenstern nicht gefällt,
ist einfach, dass man nicht dieses Dualsystem hat wie in Deutschland. Da kann man ja einfach, ne, so zur Seite und dann das Fenster ganz aufmachen oder mit dem Henkel nach oben und dann so zurück, dass man das Fenster auf Kippe hat, sodass also trotzdem noch Luft reinkommt, dass man die Fenster aufmachen kann, wenn es draußen regnet, ja, und es wird einem nicht die ganze Bude vollgepisst. Und es ist alles nass. Dieses Problem haben wir aber mit diesen Fenstern hier, weil man kann die nur nach oben schieben, man kann die ganz hoch machen, man kann die bis zur Mitte machen, aber einfach dieses Kippsystem gibt es hier nicht. Was bedeutet, sollte es jetzt also wirklich mal so, ja, eine frische Brise und man hat das Glück und es regnet nicht, dann ist es ja gut. Aber wenn es regnet, egal ob das jetzt am Drizzlen ist, ja, oder richtiger Fallregen, Platzregen, dann wird einem einfach die Bude hier nass und ja, die Windowsills, die Fensterbänke, das ist einfach nass oder auch der Boden vorne dran. Und das fand ich in Deutschland einfach viel, viel, viel besser, auch von der Reinigung her. Also die Fenster hier, die kann man eigentlich nur von innen sauber machen, weil wir haben ja auch an den Fenstern, haben wir ja diese Mosquito Screens. Das ist ein ganz, ganz großes Plus, also das liebe ich sehr. Sollten wir irgendwann mal wieder in Deutschland sein, das ist auch etwas, das ist mit das Erste, was bei uns im Haus gemacht wird. Diese Mosquito Screens, man kann einfach die Fenster aufmachen, man muss sich keine Sorgen machen, dass irgendwelche Mücken reinkommen, Spinnen oder vielleicht auch mal ein Vogel. Ja, ich habe auch mal einen Vogel gehabt, der bei mir in die Wohnung reingeflogen ist. Und das finde ich halt schon klasse, ja, Fenster hoch und dann ist gut. Aber das Saubermachen ist halt auch so ein ganz großer Mist, weil ich kletter da jetzt mit Sicherheit, also zuallererst mal, ich muss dann hochschieben, dann müsste ich diesen Moskitoscreen, müsste ich rausmachen, müsste dann draußen eigentlich bei mir auf dem Dach stehen, dass ich dann die Fenster sauber machen kann, weil ich komme ja nur an das untere Fenster, aber auch nicht von drin, weil das schiebe ich ja dann hoch. Ja, das ist ja auch Blitzkacke. Also, nee, ich müsste dann wirklich irgendwie draußen mich aufs Dach stellen, dass ich auch die Fenster von außen sauber machen könnte. Und das, Chatzelines, bei aller Liebe mache ich nicht, ja. Ich liebe saubere Scheiben, aber seit ich in Amerika lebe, ist es für mich einfach was, da gebe ich mich mit ab, dass ich Wasserflecken dran habe und. Meine Fenster, die werden von innen sauber gemacht, ne, so, also die Scheibe und der Rahmen an sich. Aber von draußen, ich breche mir da jetzt kein Knie. Genau, also die Fenster ist auch etwas, was ich in Deutschland viel, viel, viel besser finde. Dann geht es natürlich weiter mit den Blinds. Also etwas, was bei mir in keinem Haus mehr fehlen darf. Das gibt es in Amerika überhaupt nicht. Ich habe es noch nicht gesehen, sind Rollläden. Ich liebe Rollläden und nicht diese Blind-Scheiße, die wir hier haben. Weil erstens machen diese Dinger eure Räume nicht, wie soll ich denn das sagen, also komplett dunkel, ja, wie in Rollladen. Mittags 14 Uhr, die Sonne brutzelt, man macht einen Rollladen runter, es könnte nachts Mitternacht sein, weil es so dunkel ist. Und diese Blinds, die wir hier haben, es dunkelt das Ganze so ein bisschen ab, aber das hat jetzt mit Nacht überhaupt nichts zu tun. Und das nächste ist einfach, das sind absolute Staubfänger, ja. Wenn man dann die Fenster aufhat, ja, und gerade Pollen-Season, wenn da die Pollen draußen am Rumfliegen sind, man hat das alles an den Blinds liegen. Ich staube sie wirklich so einmal im Monat, versuche ich es, sie abzustauben, ja, mit so einem Swiffer-Situation, weil die Dinger, die drecken einem komplett zu. Und ich finde die so unnötig, ich finde die unpraktisch, ich mag die einfach nicht und das ist zum Beispiel auch etwas, sollten wir irgendwann mal wieder in Deutschland sein, das ist, glaube ich, somit das Größte, worauf ich mich freue, die Rollläden. Bei mir wird wahrscheinlich auch 24/7 dark sein, einfach weil ich dann die Rollläden sowas von nutzen werde. Auch für die Kleine zum Beispiel, ja, wir haben jetzt Sommerzeit, sie geht ja jetzt nicht später ins Bett, nur weil es später dunkel wird. Und das hat sie jetzt einfach eine Zeit lang nicht verstanden, weil im Winter haben wir ihr immer erzählt, guck, die Sonne geht schlafen, der Mond, ja, kommt, der Mond wacht jetzt auf und es ist dunkel und jeder geht ins Bett. Und ja, dann war hier jetzt die Zeitumstellung und jetzt geht sie plötzlich ins Bett, wenn es hell ist. Ja, da hat mich dann mein Kind gefragt, ja, geht die Sonne nicht mehr schlafen?
Wir haben bei ihr haben wir natürlich diese Vorhänge, die das Ganze so ein bisschen abdunkeln, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Und es sind wirklich die Kleinigkeiten, die man vermisst, die man schätzt, wenn man sie plötzlich nicht mehr hat, weil die so eine Selbstverständlichkeit sind. Ein Rollladen. Ja, ein Rollladen, das war was, ich habe wirklich an alles gedacht, wie wir damals nach Hawaii gegangen sind, aber den Duschkopf, ja, und keine Rollläden zu haben, das war für mich so unnatürlich, weil ich das einfach so, so lange hatte und das sind einfach, ja, das sind diese Dinge, an die man sich nie gewöhnt, weil sie einfach für einen unpraktisch sind. Menschen, die ihr Leben lang so gelebt haben, vermissen das ja auch nicht, weil sie es ja gar nicht anders kennen. Aber Fenster, Blind Situation ist auch nochmal etwas, finde ich in Amerika ganz, ganz schrecklich. Ja, dann geht es weiter im Schlafzimmer mit der Betten Situation. Ja, also die Betten sind hier größer und höher und solche Dinge wie Futons und so findet man hier, glaube ich, gar nicht. Außer man geht vielleicht zu Ikea, wobei ich bin mir nicht sicher. Was mich an unserer Bed Situation stört, hört sich jetzt auch komisch an, ne? Also an der Schlafsituation ist einfach, dass es in Amerika keine Bettdecken, einzelne Bettdecken gibt, sondern es gibt nur diese Comforters und diese Decken, die man dann drunter macht. Aber ich teile einfach immer eine Decke mit meinem Mann. Und in Deutschland, da hatte ich meine Decke und er hatte seine Decke. Und ich habe nicht gewusst, dass das in Amerika ja so eine Situation ist. Also haben wir damals alles an die Nachbarn gegeben. Habe ich also gar nicht mitgenommen, weil ich einfach dachte, okay, dann kaufen wir uns ein neues Kopfkissen und eine neue Bettdecke und gut ist die Luzi. Aber diese typischen Bettdecken, ich zeige euch nachher, was ich meine, gibt es hier nicht. Und ich habe mich damals in Missouri so gefreut, wie wir dann zu Ikea gefahren sind, weil ich einfach wusste, yes, ich kriege meine eigene Bettdecke wieder. Und nein, also der Ikea in Amerika ist schon sehr ähnlich wie in Deutschland, aber es gibt einfach so gewisse Dinge, die gibt es gar nicht. Ne? So die Hotdog-Situation war jetzt nicht wie in Deutschland und die Bettdecken-Situation. Und ich habe in Deutschland einfach immer diese, ach, wie heißt denn diese Bettwäsche? Diese Biber-Bettwäsche im Winter habe ich geliebt, ja, diesen Teddybär-Stoff auch und oh, das sind solche Dinge, die vermisse ich so, so, so sehr. Natürlich gibt es hier dann auch Decken, ja, die so einigermaßen das gleiche Material haben. Aber dann haben wir halt wieder die Situation, dass das ist eine Decke und ich möchte aber eine Decke für mich und eine Decke für meinen Mann. Und ich finde auch, dass das irgendwie schöner aussieht, wenn man das Bett macht. Wenn man das dann so, also wenn man die Bettdecken dann so in der Mitte faltet und das dann einfach so auf die Matratze legt und oben ist dann das Kopfkissen. Wisst ihr, wie ich meine? Und jetzt hat man halt immer nur eine riesen Bettdecke. Und da kommen wir dann halt auch wieder zu der Waschmaschine und Trockner. Deswegen ist das alles so groß, auch von der Öffnung her und von der Füllmenge her. Weil das muss ja auch alles irgendwie gewaschen werden. Ich weiß zum Beispiel von ganz, ganz vielen Amerikanern, dass dieser Comforter, also diese große Decke, die oben drauf liegt, dass es bei vielen nur Deko ist. Bei mir nicht, ja. Und deswegen werden diese Comforter auch nicht ganz so oft gewaschen wie bei uns. Also einmal in der Woche, alle 10 Tage mache ich unser Bett frisch. Das wird einfach gewaschen und wieder drauf. Und da ist dann eben auch dieser Comforter mit dabei. Aber so eine eigene Bettdecke fände ich wieder ganz, ganz toll, weil dann bewegt sich mein Mann und dann zieht er die Decke und dann bin ich wieder wach und dann rolle ich mich wieder zurück und oh, so eine eigene Bettdecke wäre schon wieder. Und auch die Bettwäsche, die es in Deutschland dann gibt, ne? So diese Zweiteiler-Sets, oh, da hat es immer so schöne bei Aldi und bei Lidl gegeben und das konnte man dann auch immer so saisonal irgendwie dekorieren und ach, ich weiß nicht. Das sind, wie gesagt, Kleinigkeiten, ne, an die man überhaupt nicht denkt, wenn man irgendwie auswandert oder auch wenn man in Urlaub geht und man steht plötzlich im Hotelzimmer und man denkt, what is that? Ja, weil man einfach davon ausgeht, okay, es ist in Deutschland so, dann ist es überall so. No, it's not!
Ja, meine Lieben, das waren jetzt also mal so die Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich denke, das war jetzt auch mehr als genug. Ein Punkt habe ich jetzt noch aufgeschrieben. Das wäre jetzt wahrscheinlich auch etwas, wo ich wahrscheinlich angegriffen werde oder angegriffen werden könnte. Aber es ist einfach etwas, was mir jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr oft aufgefallen ist, was meinem Mann sehr oft aufgefallen ist. Also, es ist nicht so, dass man in Amerika keine Putzmittel bekommt. Nein, diese Abteilung für Putzmittel, die ist eigentlich genauso groß wie die für Cornflakes und alles andere. Es gibt es, es gibt von allem sehr viel, es gibt von allem auch sehr viel große Flaschen, ja, alles in Box, wie es die Amerikaner ja so schön machen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, Amerikaner putzen nicht wie Deutsche. And I'm not changing my mind about it. Und das ist jetzt nicht nur von dem, was ich gesehen habe. Wer mir schon sehr, sehr lange folgt, der weiß, dass ich in Hawaii einige Häuser geputzt habe. Ja, wenn es da an Familien gegangen sind, irgendwie zum PCSen für die Hausabnahme. In Missouri habe ich das ein oder andere Haus geputzt. Ich habe sehr, sehr viele Häuser gesehen, wie wir uns nach einem neuen Haus umgeschaut haben. Ich habe mittlerweile viele Bekannte, ja, bei denen gehe ich rein und denke mir, huiuiuiuiui. Es ist natürlich jedem seine Sache und ich bin auch niemand, der judged. Also ich möchte nicht gejudged werden und ich denke mir von den Menschen dann auch nicht, okay, du bist jetzt ein schlechter Mensch, weil man hätte vielleicht den Kamin schon vor 3 Monaten mal abstauben können. Aber es gibt einfach so gewisse Dinge, das fällt mir auf, es fällt mir sehr, sehr oft auf und das sind wir Deutschen, wir Europäer einfach komplett anders. Das gibt es bei uns auch nicht. Dass ein Boden nur mit Swiffer sauber gemacht wird. Ja? Bei uns, da kommt der Putzeimer raus, da wird das Putzmittel reingeleert und dann hat man einfach auch mal einen richtigen Mob, der durchgefeudelt wird, ja, so dass die Böden wieder sauber sind. Es gibt hier Häuser, gut, bei mir ist es vielleicht ein bisschen extrem, dass ich jeden Monat eine komplette Teppichreinigung mache, das ist aber meine Sache, ja, ich mag meinen Teppich einfach sauber, dann gibt es aber auch Häuser, da denke ich mir, ja, so vor 5 Jahren hätte man das auch schon mal machen können und zwischendurch noch mal so 10 Mal. Also Amerikaner sind einfach anders, was auch das Putzen angeht. Es wird viel mit Sprühzeug gemacht, wenig mit heißem Wasser. Wie gesagt, die Fenster werden gar nicht geputzt, auch nicht von innen, ja, weil man macht sie ja außen nicht sauber, dann braucht man es innen nicht machen. Diese Blinds, also ich glaube, da bin ich hier mit die Einzige in dieser Community, die diese Blinds ständig sauber macht. Und das war auch in Hawaii schon so und das war auch in Missouri schon so. Und ja, der Knaller ist ja, dass viele denken, Mutti hat eine Putzfrau, ja, weil ich gehe ja arbeiten und ein Kind habe ich auch und. Und wenn dann jemand mal spontan vorbeikommt, weil bei mir sieht es mittags um 2 genauso aus wie abends um 8, zum Großteil, ja. Ich bin jemand, ich putze morgens zwischen 3 und 4 Stunden. Bei mir wird jeden Tag das Gleiche gemacht, bei mir müssen gewisse Dinge jeden Tag gemacht werden. Ich weiß, dass ich da ein Radikalfall bin, dass ich da wirklich sehr extrem bin, aber ich liebe es einfach. Und wenn dann jemand spontan vorbeikommt und kommt bei mir rein und ja, Sandra, do you have a maid? Nee, ich habe keine Putzfrau. Ich habe heute Morgen schon 4 Stunden geputzt. Ja, und ich habe heute genau das gleiche geputzt, wie ich gestern geputzt habe. Also es ging jetzt vor ein paar Wochen hier das Gerücht rum, dass ich eine Putzfrau habe, weil sich die Mädels hier nicht vorstellen können, dass ein Haus so sauber ist, mit Kind, mit Arbeit und dann jeden Tag noch 3 Stunden selber putzen. Aber es geht. Ja, man muss seine Prioritäten einfach nur anders setzen. Ich könnte mich mit meinem Kind auch 3 oder 4 Stunden lang hier auf den Spielplatz ballern und nichts machen. Das macht dann aber der Papa am Wochenende oder wenn Kleinmäuschen in der Kita ist.
Und ich mache dann hier nicht Larifari, sondern ich mache hier sauber, weil es für mich wichtig ist. Und ich liebe es, ein Kataloghaus zu haben. Ich liebe es, wenn man reinkommt und Menschen fühlen sich wohl. Ich liebe es noch mehr, dass ich mich in meinem eigenen Haus wohlfühle. Und deswegen ist es einfach etwas, wenn ich da bei anderen Menschen in ein Haus reinkomme, ich gucke, man sieht einfach gewisse Dinge, ja, wenn man gewisse Dinge für sich selbst jeden Tag macht. Also wenn ich mein Glas irgendwo hinstelle und möchte es dann wieder hochheben und brauche dann aber schon Kraft dabei, weil das Glas am Tisch hängen bleibt. Oder die Stainless Steel Situations in der Küche wahrscheinlich vor 4 Jahren gekauft worden sind und nicht einmal abgerieben, wenn ich eigentlich zählen kann, wie viele Turkeys bei dir in dem Ofen gemacht wurden, dann sind es für mich Dinge, wo ich sage, das kenne ich nicht, sowas sieht man in Deutschland nicht. Und die Deutschen putzen einfach anders. Die Deutschen oder auch Europäer, die kümmern sich um ihren Garten auch ganz anders, um ihre Häuser ganz anders. Es wird immer irgendwie gearbeitet und getan und das ist hier nicht. Es wird ein Haus gekauft. Es ist neu, es muss alles sauber sein und für die nächsten 10 Jahre muss ich hier anscheinend auch nichts machen. So habe ich das Gefühl, dass da bei vielen die Einstellung ist und das ist einfach nicht richtig. Ja? Also für mich nicht richtig. Für die Menschen, die ihr Leben so leben, ist das natürlich wunderbar. Aber das sind einfach Sachen, die sind mir aufgefallen und ich möchte das für mich so einfach nicht. Genau. Meine Lieben, jetzt werde ich euch noch so 2, 3 Dinge zeigen, die ich in dem Video angesprochen habe. Einfach, dass ihr halt auch versteht, ne, wovon hat die Alte jetzt gequatscht und hä, wie, man kann ein Fenster nur nach oben aufmachen und nicht zur Seite. Und das zeige ich euch jetzt noch. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr ja viel Spaß hattet bei dem Video, dass es ein bisschen interessant für euch war. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Vielleicht habt ihr ja auch schon in Amerika gelebt oder irgendwo ganz anders, ja, und könnt da auch nochmal so ein bisschen eure Erfahrungen beschreiben und erklären und erzählen. Ist bestimmt auch sehr interessant. Und ansonsten bleibt mir jetzt gar nicht viel übrig zu sagen, außer ich zeige euch jetzt noch die 2, 3 Dinge, die ich euch zeigen wollte und schicke euch dann einen dicken Knutscher, weil ich denke, vor der Kamera werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und dann gehen wir jetzt einfach mal von Raum zu Raum durch und gucken, was wir da so finden. So, also hier haben wir jetzt die Klimaanlage, die ich jetzt auch anmachen werde, weil mir hier nämlich sonst der Kopf platzt. Hier haben wir jetzt 76 Degrees. Was das jetzt genau in Grad ist, weiß ich nicht. Und dieses Teil ist jetzt einfach für den kompletten oberen Bereich verantwortlich. Und dann haben wir überall diese Lüftungsteile und da kommt jetzt dann einfach die kühle Luft raus und diese Lüftungsteile haben wir auch in jedem Zimmer an der Decke. In Missouri hatten wir sie auf im Boden, aber an der Decke finde ich sie besser. Hier im Schlafzimmer haben wir dann hier so ein Lüftungsteil und hier drüben so ein Lüftungsteil. Genau. Im Schlafzimmer kommt auch meistens ein Ventilator noch mit dazu. Auf Hawaii hatten wir in jedem Zimmer einen Ventilator, in Missouri auch nur im Schlafzimmer und hier jetzt eben auch nur im Schlafzimmer. Man könnte das Ganze, man könnte diese Lampe jetzt runter machen und dann einfach diese Kombi-Situation, Lampe und Ventilator, könnte man anbringen, aber es ist ja nicht unser Haus, deswegen machen wir das nicht. So, ja, dann haben wir jetzt hier, wie gesagt, diese Bettensituation. Ja, das hier ist jetzt der Comforter. Den verwenden viele nur als Dekoration. Nein, also wir verwenden das auch als Decke. Und wir haben unter diesem Comforter, haben wir eben auch nochmal eine grüne Decke. So, einfach, dass es dann ein bisschen weicher und angenehmer ist. Im Sommer, ja, im Sommer verwenden wir den Comforter jetzt nicht so sehr, sondern nur die Unterdecke. Aber es wäre einfach mal wieder schön, wenn man so eine eigene Decke hätte. Ne? Dann könnte man den Comforter vielleicht so weiterhin als Deko aufs Bett schmeißen. Aber ja, eine eigene Decke wäre mal wieder schön. So, dann machen wir weiter mit den Fenstern, dass ihr versteht, was ich meine. Also das sind erstmal diese Blinds, ja, von denen ich vorhin gesprochen habe.
Das ist dann also das Dunkelste. Zack. Und ihr könnt erkennen, es kommt trotzdem noch Tageslicht rein. Also das bringt eigentlich nicht viel. Und dann hat man hier das Fenster. Und das Fenster kann man dann hochschieben. Und dann war es das aber auch. Ja, und dann haben wir hier diese Moskito-Screens. Hier seht ihr übrigens einen Teil unseres Gartens. Ja, und wenn es dann eben regnet, dann regnet es rein. Und selbst wenn man nur so weit das Fenster geöffnet hat, es regnet trotzdem rein. Und deswegen mag ich diese Fenster nicht. So. Blinds wieder zu. Also, ja, es hat jetzt natürlich so ein bisschen was am Licht geändert, aber nee, dass man jetzt sagt, es ist dunkle Nacht bei uns, das ist nicht der Fall. So, dann gehen wir ins Badezimmer. Etwas, was mich auch stört, sind diese Türen. Also nicht nur diese Knopfsituation, ja, dass ich keine Griffe habe. Wobei, das ist natürlich wirklich Meckern auf ganz großem Niveau. Aber es ist einfach etwas, was mir nicht gefällt. Weil, wie gesagt, ne, hier kann man dann so zumachen. Und wenn sich ein Kind einschließt, dann muss man hier einfach mit einem Schraubenschlüssel rein und das Ganze wieder drehen. Was mich aber wirklich an diesen Türen stört, obwohl es sehr, sehr, sehr schön aussieht, also dieses Muster an sich, ne? Es ist schön, aber das ist genau wie bei den Fußleisten, diese Dinger hier, es sammelt sich halt ständig Staub. Und ständig muss man diese Türen abreiben, was ich sehr, sehr nervig finde. Ist wahrscheinlich auch etwas, was nur ich mache, aber deswegen nervt es mich dann auch. So, dann geht es weiter im Badezimmer. Ne? Hier, also wir haben jetzt eine Zweifach-Kopfdusche, wie auch immer. Also normalerweise kommt ein amerikanisches Bad dann nur mit diesem Ding. Und das könnt ihr nicht abnehmen. Ihr könnt es vielleicht so ein bisschen nach links und so ein bisschen nach rechts drehen, ja, so, dass überall Wasser hinkommt. Aber das hier ist das, was mir so wichtig ist. Weil damit kann ich mich abspülen, ja, ich kann dann hier überall in die Ecken rein, ich könnte meinen Hund sauber machen und. Und hier nur mit diesem Duschkopf kann ich einfach nichts anfangen. Und das ist der größte Schrott für mich, den es auf dieser Erde gibt. Wir haben uns auch hier eine neue Armatur eingebaut. Da war Mama noch hier. Das war ganz am Anfang, wie wir in dieses Haus eingezogen sind. Also dieses Teil ist neu und Schlauch ist neu, weil wie wir eingezogen sind, hatten wir ein Teil, das sah genau so aus, aber ohne dieses Zwischenstück, ja, so dass man halt diesen Schlauch hat, so dass man die Badewanne sauber machen kann, so dass man sich sauber machen kann, sondern es war wirklich nur dieses Teil, wo ich mich dann halt auch gewundert habe, wie soll ich denn dann die Badewanne sauber machen? Also ist mir einfach nicht eingeleuchtet und das werden wir auch auf jeden Fall ausbauen, wenn wir dann aus diesem Haus wieder ausziehen. Vielleicht brauchen wir es im nächsten Haus. Man weiß es nicht. Genau, das ist dann also Waschbecken-Situation. Hier geht es dann in die separate Toilette. Ja? Und das ist der Nupsi, von dem ich gesprochen habe. Also man hat wirklich nur diesen einen Nupsi. Und in Deutschland gefällt mir das halt einfach mit dieser Wandschaltung. Ne? Man hat da so einen kleinen Schalter und großen Schalter, so dass man fürs kleine Geschäft und fürs große Geschäft aussuchen kann und nicht so viel Wasser vergeudet. Und was ich in Amerika auch noch nicht gesehen habe, sind diese hängenden Toiletten. Also die Toiletten hier, die sind ja alle bis zum Boden runter und in Deutschland gibt es ja aber diese, wisst ihr, diese hängenden Toiletten, sodass man den Teppich unter die Toilette machen kann. Ach, ihr wisst schon, was ich meine, Schätzeleins. So, und dieses Material, was auch immer das sind übrigens meine Hausturnschuhe, ja, da werde ich oft gefragt, warum ich Turnschuhe im Haus anhabe. Ich habe Hausturnschuhe.
Einfach weil da kann man besser mit rumrennen. Und ich habe so eine kleine Paranoia mit diesen Fußleisten hier, weil ich mir da mal einen Zeh gebrochen habe und da möchte ich keine Hauspuschel oder so anhaben, wo kein Support dahinter ist, sondern ich brauche feste Schuhe bei mir im Haus, weil ich ständig am Rumrennen bin. Das ist das Nächste, was mich stört in den Häusern hier, das sind diese Fußleisten, weil sich da überall Staub, Haare und Dreck ansammelt und das, was ihr hier jetzt seht, das ist dreckig, das geht nicht ab, weil ich bin zum Beispiel jemand, einmal in der Woche wird bei mir jede Fußleiste im Haus abgesaugt und alle 5-6 Wochen jede Fußleiste auch abgerieben. Und das, was man da jetzt sieht, ist einfach Dreck. Dreck, der nicht abgeht. So, genau. Ja, dann geht es hier eigentlich schon weiter. Das ist hier diese Kanten-Situation, von der ich euch vorhin erzählt habe. Also wenn ich eine Fußleiste setze, dann möchte ich eben auch, ja, dass der Teppich da drin ist und nicht nebendran, sodass ich bis auf den Beton runter gucken kann. Hier ist es jetzt nicht ganz so offensichtlich wie unten im Wohnzimmer, zeige ich euch aber auch gleich. Also man hat entweder diese Seite oder man hat die Seite, dass der Teppich überhängt. Ja, dann sind wir nämlich hier. Ich mache euch mal Licht an, kleinen Moment. So, das ist also Laundry Room. Und wenn man hier jetzt mal guckt, Fußleiste und dann hängt aber überall der Teppich raus. Ja, also alles sehr, sehr billig und schlampig verarbeitet. Und da habe ich einfach das Gefühl, da wird in Deutschland viel mehr Wert drauf gelegt und auch viel mehr drauf geachtet. Jetzt kann ich euch ganz genau zeigen, was ich meine. Und zwar hier. Das ist also die Fußleiste. Erstens hängt überall der Teppich ab, weil das ein ganz billiger Teppich ist. Aber gut, das ist ja vom Eigentümer aus seine Sache. Hi Max. Und dann kann man jetzt aber von hier auf den Beton schauen, weil das einfach nicht richtig verlegt wurde. Ja? Oder auch solche Sachen hier. Man hat überall irgendwelche Farbreste, die durchs komplette Haus durchgehen. Da, hier. Das sind alles solche Dinge, wo ich für mich einfach sage, das ist sehr, sehr schlampig gearbeitet. Ach, da steht auch noch meine Kaffeetasse. Genau, dann haben wir hier einmal Trash Disposal. Also auf dieser Seite ist dann der Müllzerkleinerer. Ofen, wie gesagt, viel größer wie in Deutschland. Kühlschrank, viel größer wie in Deutschland. Habe ich zumindest das Gefühl. Mikrowelle ist auch etwas, das kommt eigentlich auch in jedem Haus in Amerika. Weil viele Menschen auch mehr die Mikrowelle verwenden wie den Ofen, habe ich das Gefühl. Durch dieses ganze Fertigessen. Die Single-Menschen, ja, die kommen abends nach Hause, haben dann keinen Bock, irgendwie noch groß zu kochen. Dann wird einfach was in die Mikrowelle gebollert. Also Mikrowelle ist auch etwas, kommt eigentlich fast in jedem Haus. Ja, und ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr zu zeigen. Alles andere haben wir ja besprochen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Da ist Simba, dem ist auch zu heiß. Ihr hattet ein bisschen Spaß, es war ein bisschen interessant für euch. Ja, dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir heute in die Kommentare schreibt. Und dicken Knutscher und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!